der Heavy Podcast. Ja, herzlich willkommen zu Folge 22 von Speak Metal, der Heavy Podcast. 22 stimmt, ne? Ja, ja, okay. Schnapszahl, passend zum Thema. Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen wunderschönen... Oh. Das hat jetzt niemand gehört. Nee. Ja, ach. Stefan, ja, dann trink du doch erstmal... Ja, ich muss mich erstmal hier jetzt sortieren. Dann erzähl doch ich mal, was das Thema ist. Wir sprechen über die gerade anfangende Festivalsaison. Ich glaube, da gibt es relativ viel zu besprechen. Ein Thema wird das allgemeine Festivaljahr sein oder Festivals im Allgemeinen. Ein Thema wird auf jeden Fall Rock am Ring sein, was am Wochenende stattgefunden hat. Da gibt es viel zu besprechen. Und dann haben wir noch als Rauschmeister so eine Top-Flop-5-Liste vorbereitet. Das wird schön, glaube ich. Ich glaube, weil du wieder ranten wirst. Ein bisschen, ja. Ich freue mich sehr drauf. Wobei es alles... Naja, egal. Ja, sehen wir dann. Ich möchte aus gegebenem Anlass nochmal darauf hinweisen, dass wir zwar immer unsere eigene private Meinung erzählen, aber hier vielleicht nochmal besonders... Besonders mehr. Ja. Ja. Ja, dann fangen wir doch mal an. Du hast ja so wahnsinnig viel. Schieß los. Ich werde dann nachreichen. Du wirst nachreichen. Okay. Ich würde einfach mal mit der Frage starten, ob du dieses Jahr schon auf Festivals warst. Nein. Warum nicht? Weil Gründe tatsächlich. Also ging ja auch jetzt erst los, die Saison. So mehr oder weniger. Zumindest die Outdoor-Saison. Ja, genau. Tatsächlich wollte ich jetzt auf diesem Wochenende auf allem sein, auf dem wunderbaren Wilverin, das kann man ja durchaus mal nennen. Oh ja. Dann war ich aber nicht da, hab dafür am Samstag einmal Festival komplett gemacht und bin dementsprechend auch heute im Eimer. Denn ich bin in einem Alter, in dem man 2 Tage lang Kater hat. Wenn das mal reicht. Ja, das stimmt. Nee, bei dir ist ja... Ich war nicht richtig auf einem Festival. Ich war bei den Wacken Winter Nights, wenn das zählt. Da hast du gearbeitet? Da habe ich gearbeitet. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch sagen, dass wir Arbeitszeugs rausnehmen. Ja. Okay. Nee, privat war ich tatsächlich auf keinem. Ich war... Ja, das ist dann ja auch nur so halb privat. Ich war halb privat bei der Werner Rallye. Das war zumindest abends so ein bisschen Festival mit Campen und Trinken und Grillen und Band. Ich wollte gerade sagen, mit Musik auch noch. Und dann war ich noch als Tagesbesucher beim Mittelalterlich-Fantasie-Spektakulum, MPS. Das war eigentlich wieder ganz nett, aber irgendwie wird das immer beliebiger, habe ich das Gefühl. Was heißt beliebiger in dem Fall? Es ist halt so, du hast halt irgendwie 10-mal den gleichen Stand, der auch noch komplett gleich ist. Du hast halt nicht mehr so ausgefallenes Essen wie früher irgendwie, ne? Also du suchst irgendwie so eine, also ich weiß, du suchst es nicht, aber ich suche zum Beispiel so eine Sau am Spieß irgendwie. Das ist halt was, was ich auch so ein Mittelalter-Festival gerne hätte. Stattdessen habe ich 3 Burgerstände. Ja, gut, ich meine, ich esse auch immer einen Burger gerne, suchst das ja nicht. Ja, dann hast du ja eigentlich im Zweifelsfall den habe ich anderswo. Den habe ich halt überall. Ja, so. Ja. Und ja. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und wichtige Frage, gibt es die Bärenweine noch? Ja. Ja, da muss ich mal wieder haben vorbei. Haben wir auch wieder gut Kirschbier getrunken und so. Also es war alles schon ganz schön. Aber MPS ist halt auch so ganz speziell, auch jedes Jahr fast das identische Programm, zumindest was die Musik angeht, so. Und wenn ich diese ganzen Saltatio Mortis-Fans sehe, dann wird man schon so ein bisschen anders. Oder Mr. Hurley und die Pulveraffen. Na, schaut nee, aber an Kilian übrigens. Es war unterm Strich ein total schönes Event. Und sticht ja aus der Landschaft von Festivals auch noch so ein bisschen heraus. Kann man durchaus sagen. Ja, also ich möchte auch tatsächlich fast ein bisschen die Frage stellen, beziehungsweise ich möchte sagen, Tagesgäste sind keine Festivalbesucher. Mhm. Ich finde, also für mich muss Festival heißt mindestens einmal übernachten. Ist einfach so ein persönliches Ding, so Tagesbesuch. Natürlich ist es noch ein Festival, oder? Aber das ist, für mich fehlt da dann ganz, ganz viel von dem, was... so ein Festival für sich auszeichnet. Ja, das stimmt. Also für einen richtigen Festivalbesuch würde ich auch sagen, mindestens eine Nacht da pennen. Wobei, also nicht unbedingt direkt da. Ich möchte jetzt nicht Leuten, die irgendwie in einem Hotel schlafen oder so, absprechen, dass sie nicht am Festival richtig teilnehmen. Aber zumindest, dass man halt mehr als einen Tag Zeit mit diesem Event verbringt, weil sonst ist es einfach nur wie ein Besuch von einem Wochenmarkt. Ja, das ist schön. Oder sowas. Genau. Ja, hast du denn noch, wenn du noch auf keinem Festival privat warst, hast du welche geplant? Ich habe geplant,
Bisher tatsächlich nur eines, das ich mir einfach auch mal nochmal anschauen möchte, weil es letztes Jahr etwas speziell war. Und zwar das Lollapalooza in Berlin, das ja jetzt dieses Jahr mal wieder das Gelände gewechselt hat. Ich kann sagen, die ziehen auch schon wieder um. Und ich hoffe, dass das sich eingroovt. So mein Metal-technisch passiert da jetzt nichts. Aber schon doch ein paar Bands dabei, die ich mir angucken würde. Gibt es da dieses Jahr eigentlich Camping oder auch wieder nicht? Da dürfte es kein, nein, da gibt es kein Camping. Kannst du dir auf dem Gelände ja auch gar nicht, oder? Ich war, glaube ich, auf dem Gelände noch gar nicht. Aber zum Beispiel Rock im Park ist ja auch in einer großen Stadt, also ja, vergleichsweise großen Stadt. Und da kannst du ja campen. Ja, aber da nicht. Nee. Also nicht, ob das so gewünscht wäre, sage ich mal, von den Fans, die so sich dahin. Also das war halt letztes Jahr so ganz viele so Blumenkranzmädchen, so ganz schlimme Instagram-Opfer, wo man irgendwie. Das sind die, für die Taco Fashion diese Newsletter gemacht hat. Ja, da muss man kurz sagen, was für Newsletter meint. Taco Fashion ist es ja. Weiß ja ehrlich gesagt gar nicht so genau, was das für ein Laden ist. Ja, halt billig Textil. Ja, die haben halt so ein Newsletter rausgebracht, wo sie irgendwie so 6 Festivals auch tatsächlich namentlich genannt hatten und gesagt haben, das ist der Look, den ihr auf diesem Festival braucht. Lass mich raten, Blumen. Nee, zum Beispiel für Wacken, was ja dann für alle Metal-Festivals da stand, waren es dann halt so schwarze Ohrringe und ein schwarzer Rock. Wow. Ja. So war das. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Was ich besuche, also ich glaube tatsächlich werde ich sonst auch nichts als Besucher besuchen, außer ich mache irgendwie einen spontanen Trip. Dann natürlich wieder auf ein paar Festivals arbeiten, vermutlich. Du vielleicht auch. Ja, aber die Visa klammer ich jetzt genau in dieser Betrachtung einfach mal aus. Ja, aber sonst also, du hast noch was geplant. Ja, ich fahre auf jeden Fall aufs Bulli-Festival auf Fehmarn. Es ist so eine Mischung aus VW-Bus-Treffen und Musikfestival. Und wir haben auch ein Boot gemietet und fahren ein bisschen dann über die Ostsee dabei. Ich glaube, das wird eine ganz nette Sache. Ja. Das ist halt kein klassisches Musikfestival, da war jetzt auch mit Hunden und so, aber Mit Hunden ist halt alles besser. Ja. Aber Hunde gehören nicht auf normale Festival-Campingplätze. Richtig, ja. Und sonst ein richtiges Festival. Ich hatte da zwar viele Sachen irgendwie im Blick, aber irgendwie kamen dann immer andere Termine noch dazwischen so und irgendwie. Die halbe Welt heiratet zum Beispiel dieses Jahr irgendwie. Geht irgendwie los, ja. Und verhagelt dann so ziemlich jedes Wochenende. Schweine. Ja, wie können die da einfach? Das ist echt frech. Pff, geht gar nicht. Nee, und deswegen sieht's dieses Jahr gar nicht so bunt aus bei mir. Ja, aber ich bin da auch einigermaßen spontan unterwegs, glaube ich. Und dann, je nachdem, was ich noch ergeben tun täte. Hätte ja schon Bock. Ich war auch letztes Jahr gar nicht privat auf dem Festival. Mhm. Stimmt gar nicht. War ich. Du warst auf dem Wildwarin. Ich war. Stimmt, aber im Jahr zuvor war ich nicht, aber letztes Jahr auch nur. Nee, da war ich auch noch in Lollapalooza, stimmt so. Überhaupt nicht, ich erzähl Quatsch. Aber ja, irgendwie eins sollte man schon mitgemacht haben, finde ich. Ja. Also als Besucher. Also ich glaube, in der Indoor-Saison sieht es bei mir dann wieder besser aus. Ja, da wird einiges gehen auf jeden Fall. Aber jetzt im Sommer. Also es ist halt auch, wenn man in der Branche arbeitet, ist halt auch, also ne. Der Sommer ist dann halt auch geblockt. Das ist halt schwierig, dann noch ein Festival einzuschieben. So, ich weiß, dass irgendwie ein paar Kolleginnen und Kollegen wieder zum Deichbrand fahren werden. Zum Full Force fahren werde ich auf jeden Fall. Genau, das wäre ja natürlich auch interessant, aber mal gucken. Spontan. Ja. Ich würde erstmal bei den allgemeinen Fragen auch ein bisschen bleiben. Und zwar, wie viele Festivals wir ungefähr besucht haben schon? So ganz grob, um mal so eine Einschätzung, damit die Leute verstehen, wie viel wir wirklich darüber zu sagen haben vielleicht, weißt du? Viele? Das? Also ich hatte in meinen besten Jahren ja schon so 10. Nee, so krass war es bei mir nie tatsächlich. Wobei ich da jetzt auch Sachen, wo ich gearbeitet habe, mit reinrechne. Ach so, ja, okay. Oh Gottes Willen. Habe ich das alles zusammenzähle, müsste ich, glaube ich, irgendwo mich zwischen 35 und 50 bewegen. Wenn es hinkommt überhaupt. Ja, ich glaube, bei mir sind es noch ein paar mehr, aber ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Summe. Also das sind echt viele dann. Also haben wir schon relativ viel Besucherexpertise. Ja, auch in allen, also von bis von irgendwie 2000 Leute auf dem Acker bis 75.000 Leute auf dem Acker und sowas. Und wie viel gehen bei Rock im Park rein, das weiß ich gar nicht. Dieses Jahr 70.000. Ja, ich weiß nicht, also ich war 2013 da. Auch nur das einzige Mal, war ganz nett, aber ja.
Ja, aber also schon. Zum Ring und Park kommen wir später noch, ja, ausführlicher. Genau. Ja, so ein bisschen Erfahrung haben wir da, glaube ich, schon. Genug, um irgendwas zu sagen können. Ja. Eine doofe Frage habe ich noch zum Warmwerden. Bist du Team Camping oder Team Glamping? Camping. Ich finde Glamping total scheiße. Ich finde, das ist total... Ich finde das... Bleh. Willst du kurz erklären, was Glamping ist? Ja, Glamping ist, möchte meinen Aufenthalt auf dem Festival so luxuriös gestalten, wie es nur geht, und mietet mir dafür irgendwelche Holzhütten mit Heizung und Bett und bla 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 und was weiß ich, und am besten noch ein eigener Portier und was weiß ich für eine Rotze. Ja, also ich hätte es nämlich ein bisschen anders definiert, nämlich allgemein, dass man halt Wert darauf legt, wie, und nicht, dass man unbedingt dafür was bucht, sondern du kannst ja auch relativ viel Komfort selbst schaffen. Ja, aber also Glamping sind schon die Angebote, meiner Meinung nach, die von Veranstaltungen kommen. Weil ich schon sagen, ja. Weil ich zum Beispiel, ich penne nicht mehr in Zelten, das vergiss es. Aber ich miete mir halt keinen Wohnwagen, sondern ich penne in meinem Bus. Ja, aber das würde ich einfach nicht zählen, weil. Und dann habe ich auch eine Kühlbox dabei, die mit Gas läuft. Nee, also Glamping ist für mich tatsächlich immer nur eine Separierung. Reinschmeißen, ja, okay. Mhm. Und auch eine Trennung vom Pöbel, in Anführungszeichen. Das wird auch nochmal interessant werden nachher. Ja. Ja, genau. Nee, dann bin ich auch definitiv Team Camping. Und wir sagten das ja vorhin schon, irgendwie so eine Nacht irgendwie dabei sein und pennen ist irgendwie auch schon echt ein wichtiges Ding. Warum? Fürs Feeling. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und also, auch so fürs Zusammengehörigkeitsgefühl. Ganz so. Genau, ganz genau. Es ist halt, also du weißt ja bei mir, ich bin da relativ schmerzbefreit. Mit meinem Ein-Mann-Zelt, das ich noch zur Not übrig habe, wenn ich mal spontan 0,5 bin. Männer, ja, eigentlich. Ja, und ich bin ja ein sehr kleiner Mann, ein sehr dicker, aber sehr kleiner Mann, deswegen geht das gerade. Und dann schmeiße ich mich dahin und dann ist halt auch gut, reicht mir. Also ich brauche da kein Special Sonderluxus-Dings-Gedöns. Die 2-3 Nächte belebe ich und auszudehnen. Gehört das dazu? Warum? Später vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ja, ganz klar Team Camping. Ja, dann haben wir so meine initialen Eingangsfragen. Willst du mal was erzählen? Ich wollte eigentlich ganz andere Sachen erzählen. Wir haben nämlich aneinander vorbereitet. Aneinander vorbei vorbereitet. Aber worüber ich noch ein bisschen sprechen wollte, war das Thema Nachhaltigkeit. Ja, witzig, das wäre auch das nächste, was auf meinem Zettel steht. Okay. ja, so jetzt vor dem Hintergrund, das ist ja also natürlich seit länger, also schon eine ganze Weile Thema für so ein Festival, weil ein Festival, egal wie du es machst, ist immer schädlich für die Umwelt. Mhm. Das ist klar. Also du musst allein schon Anreisewege rechnen, was an Müll produziert wird, was an Strom verbraucht wird, was dies, das, was an Logistik generell aufgefahren wird, das summiert sich wie Sau. Gibt ja dann, ich weiß nicht wann, auf welchem Festival das erste Mal ein Green Camping Areal eingerichtet wurde. Kann ich nicht genau sagen, wer die Idee zuallererst hatte. Das klingt irgendwie nach so ein bisschen einer Roskilde-Idee oder sowas, ne? Hätte ich auch vermutet. Also eben ein Bereich, in dem es zum einen darum geht, dass die Leute drauf gucken, irgendwie ihren Müll direkt in ihre Müllsäcke zu schmeißen und gut ist. Und andererseits auch, wo eine einigermaßen Ruhezone ist. Also wo ab irgendwie nicht die ganze Nacht Scooter auf 500.000 Dezibel läuft. Und das ist ja so ein bisschen mein Problem tatsächlich, weil ich bin, ich finde den Müllgedanken, den finde ich ja gut. Mhm. Ich bin ja auch so einer, ich schmeiß halt meinen Müll an das mit an den mit Gaffer an der Bank festgemachten Müllsack und fertig. Die Camps, in denen ich war, war irgendwie immer super. Aber ich finde, ich brauche dieses Ruhereglement nicht. Das finde ich irgendwie, weil das für mich ein bisschen dann auch wieder das Festival-Ding kaputt macht. Ja, vor allem das Ruhe-Ding ist halt, es gibt halt Leute, die fühlen sich so schnell von allem irgendwie gestört. Du kannst aber auch nicht so eine feste Linie reinziehen, wo du sagst, so, ab jetzt ist der Lärm zu viel. Das funktioniert einfach nicht. Naja, das ist und so das versuchen aber diese Camps so ein bisschen, ja. Eben. Und das ist das, was so harte Linien funktionieren da meiner Meinung nach nicht so. Also wenn da einer wirklich irgendwie 5 Tage in Folge mit einer Bühnen-PA irgendwie die ganze Nachbarschaft beschallt, dann finde ich es völlig legitim, wenn dem irgendwann der Saft von der Seko abgedreht wird. Absolut. Im schlimmsten also Fall. Nach dem dritten Mal freundlich ermahnen, ja, ist dann so. Halt auch mal gut. Aber von vornherein zu sagen so, nee, ab Mitternacht ist aber Nachtruhe, bitte. Das
Haut irgendwie ist halt nicht irgendwie nicht Festival. Nee, genau, das ist mein Problem. Aber es ist halt dann die Frage, was machst du sonst, was nachhaltig ist? Also als Besucher jetzt möchte ich mal vor allen Dingen sagen. Ich denke halt irgendwie, jeder guckt für sich selbst so ein bisschen mit Müll gucken, was weiß ich. Man guckt ja schon bei der Anfahrt, vielleicht kommt man nicht mit als Fünf-Mann-Gruppe mit fünf unterschiedlichen Autos und solche Geschichten. Das kannst du natürlich schon alles machen und das ist halt, sag mal, gerade wenn dann ein bisschen was getrunken wird und so, dass dann auch mal ein bisschen was rumfliegt und alles, das ist ja klar. Ja, am nächsten Tag einsammeln, ist alles gut. Eben, denke ich insofern. Was ich in Richtung, was kann jeder selbst machen, immer ganz gut finde, in den letzten Jahren kommen immer mehr, so ab jetzt ungefähr vom Zeitraum her, Posts so in sozialen Netzwerken, wo Leute dann zeigen, wie sie auf Festivals mit Solar ihre Mucke befeuern, ihre Sachen kühlen und so. Das wird echt mehr, dass die Leute da Bock haben, in die Richtung zu basteln, anderen Tipps geben und so. Und gerade die Solarpanels sind inzwischen ja auch echt erschwinglich geworden. Ja, da kannst du dir total schön was zusammenbauen. Ich habe auch so einen kleinen Bausatz gebastelt, einfach nur um so einen Bleiakku zu laden, mit dem ich Mucke mache. Da muss ich nicht den scheiß Generator laufen lassen, der laut ist und vielleicht noch Öl verliert und Benzin verbraucht auf jeden Fall. Das ist absolut sau. Aber klar, möchtest du halt auch mitnehmen. So ist es ja eben, wie weit will man regulieren und wie weit lässt man die Leute halt machen. Aber ich finde irgendwie, wenn sich jeder so ein bisschen an die eigene Nase fasst, dann ist da ganz schnell ganz viel an Problemen behoben, behaupte ich. Was ich noch an Stellen mit Nachhaltigkeit und dergleichen aufführen möchte, ist das allseits beliebte Müllpfand. Was, wenn man so ein bisschen drauf rumrechnet, was so eine Saubermachkraft irgendwie aus dem europäischen Ausland kostet pro Stunde, ja ein ziemliches, eindeutiges Mittel einfach für die Profitmaximierung ist, dieses Müllpfand. Weil darauf gepokert wird, dass möglichst wenige das zurückgeben. Weil das Säubern über diese Leute ist im Zweifel günstiger, als jedem 10 Euro zurückzugeben. Ja, aber es gibt natürlich auch Festivals, auf denen das schon so, also auch genau darum gemeint ist, dass dann eben niemand nochmal groß, also es muss so oder so nach jedem Festival jemand rüber. Also was in Wacken da dann noch abgeht, ist es ja, also holla die Waldfee. Aber ja, natürlich kann man das so betrachten. Also für mich ist das wirklich ein nicht transparenter Teil des Ticketpreises. Das ist einfach verschleiert und es wird gepokert, dass möglichst wenig das zurückgeben. Bei ganz vielen Festivals. Nicht bei allen, natürlich. Ja. Aber wenn man so ein bisschen mal mit den Zahlen jongliert, was so einer schafft, den man dafür einen Mindestlohn über den Platz kriegen lässt. Ja, wenn man das so betrachtet. Der bekommt mehr als einen Müllsack pro Stunde voll, sag ich mal. Ja, natürlich. Aber ich finde halt aber auch den Gedanken dahinter, dass man eben auch einfach ein bisschen selbst für sich verantwortlich ist. Ja. So, und das ist halt klar, kannst du da schön hochkalkulieren und alles, aber irgendwie fände ich das schon gut, wenn sich das mal weiter durchsetzen würde, dass man einfach von selbst sich den Scheiß zusammenklaubt und gut ist. Das wird aber auch ja immer mehr, wenn du mal zum Beispiel in Wacken geht die Müllmenge an sich zurück und auch das, was frei herumfliegt, geht zurück seit Jahren und da gibt es halt keinen Müllpfand. Ja, also klar, weil die Leute irgendwie haben, es ist ja ein Bewusstsein grundlegend da und ich glaube, es wird halt auch in der Gesellschaft allgemein immer stärker. Auch mit diesem ganzen Plastik in den Weltmeeren und bla, genau. Das wird immer mehr. Also ich meine, da greift jetzt die EU massiv ein. Ich finde das gut, ich finde das begrüßenswert. Und ich denke so, ja, ganz ohne Müll wirst du kein Festival mehr zubringen. Also ich glaube, es wird auch eine sehr lange Zeit dauern, bis irgendwie Festivals CO2-neutral sind, wenn das überhaupt irgendwie möglich ist. Ganz schwierig. Das fängt da schon damit an, dass irgendwie in den meisten Gemeinden, wo solche Festivals stattfinden, wenn du nicht gerade an einem Rennsportring bist, wobei auch da kann ich es mir sogar vorstellen, dass die Stromleistung vor Ort einfach überhaupt nicht ausreicht, um irgendwas zu betreiben. Eben. Da musst du Generatoren laufen lassen. Eben. Und du kannst dann arbeiten, du kannst es verbessern. Aber du kannst halt Ausgleichmaßnahmen vornehmen. Genau, das kannst du. Was aufforsten oder wie auch immer. Genau. Und davon liest man immer noch relativ wenig, deswegen halte ich ganz viel auch immer noch für so ein Feigenblatt eigentlich. Dass man sich das zwar irgendwie auf die Fahnen schreibt und so ein bisschen rumwurschelt und dann bietet man hier ein Green Camping an, aber damit verdient man vielleicht im Endeffekt sogar auch noch mehr Geld, weil es auch nochmal einen Aufpreis kostet. Das finde ich auch ganz eklig. Das geht, also das finde ich eigentlich, das sollte nicht sein. Also ich finde, das sollte einfach genauso viel, aber gut. Andererseits, ich glaube, die Nachfrage nach Green Camping ist auch wahnsinnig groß. Ich meine, dass ich beim Hurricane das gesehen hatte, dass da dieses Areal massiv gewachsen ist, so ja, in den letzten Jahren. Gut, ja. Ja. Also die Nachfrage ist da, dementsprechend kannst du da natürlich mehr Geld verlangen, aber wenn du sagen,
wo sich halt von der Idee her, das ist ja, weil eigentlich geben sich ja die Leute irgendwie Mühe, weniger Nerv zu verursachen. Genau, eigentlich müsste man ja noch ein Stück weit belohnen. Ja, eigentlich müsste man das tun. Aber Das war zum Beispiel mal der Ansatz, den es irgendwie in Wacken damals gab. Da wurde das 2008 oder 2007 oder so, also vor relativ langer Zeit, ein, zwei Jahre lang getestet. Und da gab es dann zum Beispiel, das war erstens umsonst. Und zweitens gab es, wenn du irgendwie einen Müllbeutel abgegeben hast, dann gab es zwar kein Geld, aber dann gab es halt irgendwie ein T-Shirt oder sowas. Das ist ja auch ein netter. Und halt auch was Exklusives, weil das gab es halt einfach nur da. Na, was ist das? Das Fucking Spirit Ding ist da? Irgend so ein, ich weiß halt nicht mehr. Ja, es ist aber da war ich Besucher und lag besoffen im Graben. Ja, du, das passiert, das passiert. Ja, das ist so. Ich bin geirrt, gibt ganz viel auch auf allen möglichen Konferenzen, auf denen ich jetzt so die letzten Jahre war. Es ist auch immer Thema. Ich bin gespannt, wo sich der Nachhaltigkeitsgedanke im Festivalbereich hinentwickelt. Ich glaube, es wird sich entwickeln. Mhm. Und ich glaube nicht, dass dadurch irgendwelche Einbußen zu machen sind. Auf Seiten der Fans jetzt vor allen Dingen. Natürlich, gerade zu Beginn, um solche Maßnahmen anzustoßen, ist in der Produktion natürlich holla die Waldfee, einiges zu tun. Aber ich glaube, es lohnt sich halt nach hinten raus. Es sieht gut aus, du kannst es halt auch einfach verkaufen, das muss man ja auch sagen, so, ganz klar, ist auch vollkommen in Ordnung, tu Gutes und sprich darüber. Ja. Und am Ende ist ja eigentlich allen dann geholfen. Behaupte ich jetzt mal kackend reißt. Das denke ich auch, sonst so besser man auf die Umwelt aufpasst, desto länger können wir Festivals drauf machen. Ja. Das waren so die Punkte zum Thema Nachhaltigkeit. Wollen wir mal über 2018 im Speziellen jetzt reden? Mhm. Erwartungen an die Saison? Ja. Ich hoffe auf. Ich möchte erstmal fragen, was für dich das beste Line-Up ist, unsere eigenen Events ausgeklammert. Also hat. Welches Festival hat für dich, wo du sagen würdest, auch sofort hin, voll meins? Jetzt lass mich hier nichts Falsches sagen. Aber was? Das Graspop? Naja, eigentlich waren die alle relativ austauschbar. Ich glaube, Graspop war doch. Ja, doch, Graspop war doch da, wo wirklich alles einen großen Namen auftritt. Also ich sag mal, in Sachen Maximum ist es schon richtig, richtig gut. Was mir dieses Jahr auch wieder ganz ausgezeichnet gefällt, so vor allen Dingen vom Mittel- bis Unterfeld, das ist Summer Breeze. Mhm, ja. Die haben wieder ein schönes Ding zusammengestellt. Und abseits vom Metal-Gedöns tatsächlich der Samstag beim Lollapalooza, weil da halt meine ganzen weinerlichen Singer-Songwriter-Bands und Rapper und sowas auftreten, auf die ich Bock habe. Aber sonst glaube Summer Breeze würde ich im Metal-Bereich für mich so gerade am höchsten ansetzen, auch wenn da nichts so wirklich Spektakuläres ist, aber die Mischung ist einfach geil. Vor allen Dingen auch kleinere, neuere Bands, die richtig Spaß machen. Auf Summer Breeze schiele ich für privat auch noch ein bisschen, aber es liegt halt immer so blöd für uns. Ja, ist so. Ich denke, ich werde es wahrscheinlich auch nicht wahrnehmen können, einfach weil das ja auch das Wochenende direkt vor dem Reload-Festival ist, auf dem ich ja auch arbeite. Und das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und was ich so von den bunteren Festivals, also klar, wenn du auf Metal guckst so und unsere Sachen ausklammerst, dann ist das Grabpop, das Nonplusultra. Ja, das ist ab. Aber wenn man so auf die bunteren Festivals guckt, so halt die Geschichten Rock am Ring, Hurricane und so, dann wäre für mich tatsächlich das Nova Rock, glaube ich, von der Mischung am geilsten. Die Headliner jeweils ausgeklammert, die finde ich größtenteils eher so, meh. Wen haben die denn da nochmal? Ich mache kurz die Live-Recherche auf. Ich habe das gerade gar nicht auf dem Schirm. Aber die zweite und die dritte Reihe sind halt immer sehr, sehr schön. War da auch irgendwie sowas wie die Offspring oder so? Täusche ich mich da? Ich glaube, das war da. Also die ersten Reihen sind die Toten Hosen und Marilyn Manson. Ach, Avenged Sevenfold. Den würde ich mir noch mal angucken. Soll am Ring jetzt gut gewesen sein. Ja, eben, habe ich gehört. Avenged Sevenfold und The Prodigy. Volbeat und Billy Idol. Oh. Maiden und Sunrise Avenue. Das ist alles so. Ja, genau. Aber die Teilen darunter sind halt cool. Ich fand da jetzt aber auch schon irgendwie so. Da waren schon gute Sachen dabei, aber du hast dann halt darunter so Sachen wie hier Stone Sour, Parkway Drive, Megadeth, Hollywood Undead, Meshuggah. Da hast du hier nochmal irgendwie sowas. Bad Religion kann man sich auch mal ganz nett angucken. Oh, unbedingt. Jonathan Davis finde ich cool irgendwie. Die Platte ist super, hätte ich nicht gedacht. Oh, da fällt mir Art Enemy, Body Count natürlich ist auch super. Bullet from a Valentine, Limp Bizkit.
Also da kommen schon, Killswitch hieß hier nochmal dabei zum Beispiel, da kommen schon echt noch. Also schmackhaft. Jetzt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das hat mich super geärgert, das war jetzt auch am Wochenende, das Fortarock in ja, Jangen. Die hat noch echt schönes, das stimmt. Wegen, also richtig klein, so, aber fein. Ja, und hat echt so schön, Crater, Parkway Drive, Body Count, Nightwish müssen wohl großartig gewesen sein, hat ein Kollege gesagt, der dort war und der eigentlich mit Nightwish eher weniger anfangen kann. Also, das war ein schönes Ding. Vor allen Dingen klein, wie du sagst. Ja. Das Nova Rock ist ja auch nicht so riesig. Die haben halt echt, das merkt man, diesen Vorteil, dass es in Österreich einfach die Konkurrenzsituation kein ist ein ganz wirkliches anders. Festival gibt, so kein anderes großes in dem Bereich. Jetzt, zu welchem Festival ich ja noch unbedingt mal will, wobei ich aber gar nicht weiß, wer da dieses Jahr so alles spielt, das ist Roskilde. War ich bisher noch nie. Ach, guck mal, die Frage habe ich tatsächlich überlesen, die hatte ich mir auch geschrieben, ob es Festivals gibt, die du unbedingt besuchen ja, möchtest, also, wo du noch nie warst. Also ich weiß, dass da auch immer wahnsinnig viele Bands dabei sind, die ich mag. Mhm. Aber ich würde da gerne mal das Ganze drumherum sehen mit dem Spirit und dem ganzen Zeugs, was die Leute dahin trimmern und alles. Ich kenne auch ein paar Leute aus dem Team da, die sind auch echt cool unterwegs, sind auch sehr, sehr, sehr kreativ und haben da ganz besondere Ansätze. Das muss ich auf jeden Fall mal machen. Was wäre es bei dir? Es gibt so ein Festival auf Sizilien. Ah. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. die Idee ist, es gibt irgendwie eine Warteliste, die geht gefühlt 10 Jahre lang. Du weißt aber auch nicht, wann du dran bist. Du steigst dann ins Flugzeug und fliegst dahin. Du weißt nicht, welche Bands da spielen. Mhm. Und dann ist halt auf der ganzen Insel mal am Strand, mal in irgendeiner Ruine oder so Konzerte mit irgendwie, du stehst direkt vor den Muckern. Ist eigentlich nicht das Donut Jam. Doch. Donut Jam, ne? Donut Jam, ja. Also genau. Mehr so Stoner Rock und sowas. Genau, ja. Ja, das ist cool. Das Kumpels von mir waren da mal. Die meinten, echt? Das ist echt ein schönes Ding. Ja. Da habe ich echt mal Bock drauf. Das ist vor allem auch so ein Konzept, was aus der Reihe rausfällt. Total, ja. Gut, auch wenn man danach geht zum Estner Flug, würde ich mal gerne. Mhm. Generell, weil ja, Island auch, das müsste man auch echt mal wahrnehmen. Und hier die Metal Days in Slowenien, aber hauptsächlich für die Landschaft. Ja, das ist echt schön. Ne? Also da die Vorstellung, in diesem Fluss da zu hängen, auf so einem Schwimmtier, möglichst nicht nach Irland abzutreiben dabei und aber Bierchen auch zu trinken. Auch gut, und dann bist du halt in Irland, das ist doch nett. Hattest du was mitbekommen mit diesem Mädchen, auf das ich anspiele? Ja, ich hatte da ja, okay. Was gehört. Also, was passiert? Na ja. Top, dann haben wir die Frage doch noch abgehakt, obwohl ich sie übersehen hatte. Tja, und ich habe sie gestellt. Ja, wir waren eigentlich bei 2018. Ja. Die Saison allgemein beleuchten. Ich habe das Gefühl, es läuft an vielen Ecken nicht so gut bislang, was Verkäufer angeht. Ja. Also du bekommst es halt zwangsläufig mit durch seltsame Rabattaktionen, lauter so eine Geschichten. Das ist Selbst das Graspop hat noch Tickets. Ja. Es sind inzwischen nur noch Tagestickets für einen Tag, aber das Festival ist gefühlt auch übermorgen. Es wäre total schlimm, wenn auch für die anderen Tage noch was da wäre, dann wäre echt irgendwas richtig falsch. Aber die haben echt ein gutes Line-Up zu einem guten Preis. Ja, total. Da kann keiner sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis passt nicht. Und trotzdem ist es noch nicht komplett restlos ausverkauft. Nee, und die Gründe. Genau. Das wäre ja meine Frage tatsächlich gewesen. Warum? Warum ist das so? Also ich meine, so in Wacken sind wir eigentlich relativ gut bedient, behaupte ich mal. Ja. Klar kann man sagen, oh, ich gebe hier immer noch Karten. Ja, aber es sind halt jetzt irgendwie weniger als 7.500. Mhm. Das ist ziemlich in Ordnung. Ich glaube, da sieht es bei anderen anders aus. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass viele Festivals gerade ein bisschen straucheln. Wobei ich vielleicht noch nicht mal, das habe ich mir jetzt am Wochenende gedacht, ganz frisch, nicht nur die Festivals straucheln, sondern wenn man auch so Rabattaktionen für Touren anguckt, so Sachen wie Guns N' Roses, die letztes Jahr irgendwie im Fingerschnippen ausverkauft waren. Du meinst diese Ticketmaster. Genau, da gab es da irgendwie Tickets für 30€ und trotzdem waren riesige Lücken im Publikum und zwar nicht, weil der Sound schlecht war, weil das hat man erst nach dem Beginn gemerkt. Ja, das ist meistens nicht, weil im Olympiastadion das geht sehr gut sogar. Aber selbst vor Beginn, kurz vor Beginn, irgendwie kurz vor dem ersten Song waren da riesige Lücken in den Zuschauerrängen, obwohl die Tickets für 30€ verschleudert wurden. Ja, aber das war doch wirklich für Ramschplätze, oder? Ja, aber trotzdem, für 30€ gehe ich doch auf den Ramschplatz für Guns N' Roses.
wenn ich in Berlin wohne. Ja, eigentlich. Und die Stadt ist groß genug. Ich wundert mich halt aber in dem Fall auch daher, als dass ja eigentlich das Echo zu den letztjährigen Konzerten fantastisch war, ja. Weil es halt auch, also wir können natürlich nur von Hannover sprechen, wo wir waren, aber das war wirklich richtig, richtig gut. Ja. Also es war nicht, dass man da hätte sagen müssen, Excel ist irgendwie nicht so ganz beruft. Ja, war alles geil. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Also ja, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Jahren einfach so viele Sachen parallel schief gelaufen sind und gleichzeitig der Hype aber weiter befeuert wurde, dass irgendwie Angebot und Nachfrage einfach überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Weil ich finde nicht, dass sich die Landschaft so wirklich verändert hat. Also jetzt dieses und letztes Jahr Vergleich. Das Angebot ist ja eigentlich dasselbe. Ja, aber letztes Jahr ging das ja auch schon durchaus los. Ja, aber da hat es ja auch echt alles von vermeintlichen Terrorwarnungen direkt zu Beginn bei Rock am Ring. Genau, das meine ich auch so. So Terrorwetter in den letzten Jahren, das hat, glaube ich, so die Nachfrage in den Keller gedrückt. Irgendwie ja. Und gleichzeitig haben sich aber immer noch genügend Veranstalter gesagt, wir machen doch nochmal hier ein neues Festival. Alleine wie viele Bands jetzt ihre eigenen kleinen Scheißfestivals machen, die meistens nicht so riesig sind, aber die halt ja trotzdem Geld binden auf Seiten der Besucher. Klar, genau. Also das heißt ja echt, das ist auch ein krasser, das ist wirklich ein Trend, finde ich. Dass sie nicht nur mehr, also ich fand das schon witzig, als irgendwelche Bands angefangen haben, auf Booten rumzufahren oder auf Kreuzfahrtschiffen, weil das jetzt wirklich auch stationär so richtig Festivals veranstalten. Hier eine unserer Lieblingsband tut das ja auch. The Good Ongles. Ach so, ich glaube, weiß man nicht, wie es da läuft, ehrlich gesagt. Da ist es ja interessant, dass sie jetzt auf den Werbemaßnahmen den Namen des Festivals nur noch klein unten reindrücken und Böse Onkels wieder oben rauf. Ja, weil ihr wahrscheinlich... Weil letztes Jahr lief das wohl auch nicht so gut, das Martha Palace. Aber auch das ist so ein Beispiel für, der Markt war eh schon gesättigt. Und dann drückst du da noch ein Festival mit viel Geld rein und versuchst dann noch was abzuschöpfen. Aber man hat ja vorher schon gesehen, dass so Sachen wie Grüne Hölle und so nicht funktioniert haben. Ja, wobei da natürlich auch die Gründe wieder, also da in dem Fall war das ja besonders speziell, wie die umgezogen sind und wie die kommuniziert haben. Und ne? Aber ja, also klar, wird noch überall reingedrückt. Aber das meine ich, das hattest du letztes Jahr auch schon. Das hattest du vorletztes Jahr auch schon. Aber vielleicht ist jetzt der Punkt, an dem es wirklich so kulminiert, dass die Leute sagen, ist mir zu risky, ist mir zu teuer, hab keinen Bock auf scheiß Wetter. Ich kann mir auch vorstellen, also für mich wäre jetzt so ein Rock am Ring Line-Up irgendwie durch die Bank auch nicht so spannend. Klar würde ich da ganz viele Bands sehen können, aber wüsste ich jetzt nicht. Und so geht's mir bei den ganz vielen der großen Festivals, ich mir so denken, nö, kickt mich jetzt nicht so. Ja, sehe ich ähnlich. Und ich wollte noch auf den Kostenfaktor raufkommen, dass ja durch die Bank eigentlich die Preise hochgehen. Ja. Bei den Festivals und auch bei den Konzerten. Es werden gefühlt auch mehr große Einzelkonzerte aktuell wieder gefahren in Europa. Gefühlt mehr Bands, die keine Festivals mehr spielen wollen. Das ist, glaube ich, faktisch so. Also ab in einer gewissen Größenregel. Ja. Weil es natürlich, wenn man das so selbst quasi voll machen kann für einen gewissen Betrag, dann machst du das. Ja. Ist ja klar. Und ich glaube, da kommt einfach so eine ganze Menge zusammen, dass einerseits halt wirklich dieser große Hype, der vor ein paar Jahren war, jetzt durch ist, so es ebbt ab, dann hast du die schlechten Berichte aus den letzten Jahren, du hast die Kosten, die hochgehen, du hast den Markt, der trotzdem noch auf der Angebotsseite wächst, aber nicht zwangsläufig auf der Nachfragenseite. Jetzt bei manchen, es gab so ein Interview von dem Chef von FKP, der zum Beispiel auch auf die geburtenschwachen Jahrgänge verwiesen hat, die jetzt gerade erwachsen werden, und den Knick sieht man auch in der Statistik tatsächlich. Ja, das stimmt. Der ist so für Festivals, die breit aufgestellt sind, glaube ich, auch echt relevant ein Stück weit. Das ist absolut relevant. Ja, und ich glaube, in unserer Einzelbetrachtung zu Rock am Ring können wir auch da nochmal ein bisschen tiefer gehen. Ja, dann stellen wir das mal. Ich will noch eine Sache zum allgemeinen Trend, und 2018 ist so die Frage so nach Hightech und Festivals, weil es gibt natürlich jetzt schon ziemlich lange Smartphones so, aber dass jeder Depp halt irgendwie LTE hat und die LTE-Zellen einfach auch viel besser für Menschenmassen funktionieren und so, das ist ja, naja, so 2016 ging das vielleicht schon gut los,
Aber ich glaube, jetzt ist so das Jahr, wo wirklich auch der allerletzte das haben wird. Ich gefühlt. Bin gespannt, wie es mir bei meinem Anbieter geht. Ja gut, also Einzelschicksale. Ne, aber ich meine, vor ein paar Jahren war es noch so, da warst du auf dem Festival einfach immer noch weg. Ja. Und fand ich ja gar nicht so scheiße. Genau, was möchte ich sagen? Ich fand das nämlich eigentlich geil. Also es ist natürlich cool, dass ich jetzt mein Handy dabei habe und ich werde 15 Minuten vor dem Auftritt daran erinnert, dass diese Band spielt. Und dann kann ich ein Foto von diesem Auftritt direkt an meine Mama schicken, damit sie weiß, dass es mir gut geht und wie toll das doch alles ist. Aber eigentlich war es doch ohne viel geiler. Ja. Dieses einfach mal weg sein für ein Wochenende, komplett raus sein, nicht erreichbar sein können, sich mit Freunden irgendwie verabreden, wir treffen uns um 18 Uhr da am Blauen Schwein. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich will, also ich bin dann aber auch so ein Mimi und mache mein Handy bewusst nicht aus während des Festivals. Hm. Was man ja eigentlich tun müsste. Das ist ja eigentlich so einfach irgendwie. Und was mich aber auch noch wundert, ist, eigentlich wollte man auch meinen, so diese ganzen Instagram und Snapchat und so, dass die ganzen Live-Berichterstattung von diesen Events eigentlich den Druck vielleicht nochmal verstärken sollten. Weil alle natürlich auch allen zeigen wollen, wie geil das da gerade ist. Und dann bei ganz vielen so, oh, da wäre ich jetzt auch gerne kommen müsste. Aber das, habe ich das Gefühl, passiert auch nicht so. Dass ja gut, weil das halt da auch meistens schon läuft. Ne? Also das ist ja genau der Punkt so. Natürlich, aber das funktioniert ja auch fürs nächste Jahr. Naja, aber bis dahin ist es schon wieder abgeebbt. Dann gab es da zwischendrin dann irgendwie wieder mal einen Vorfall oder scheiß Wetter oder irgendwas. Und dann kann das sich sowas schnell wieder verpuffen. Dieses Festival High, das hält man ne. Also nicht, also das ist, du kennst es als Besucher. Danach hast du immer einen Blues und ja, aber ich meine halt so dieses, so bei einem Festival ist halt wirklich jeder, der da ist, entschuldigt das furchtbare Buzzword, Influencer für seine ganzen Freunde, wenn er danach irgendwie zwei Fotos bei Facebook hochlädt. Dass Festivals davon nicht viel mehr profitieren, das finde ich halt schon ein bisschen seltsam. Ja, aber ihr sagt weil das ist wirklich so ein perfektes Mundpropaganda, spricht sich rum, du siehst geile Fotos-Thema. Ja, und klar denke ich viel eher als andere Bereiche, wo versucht wird, künstlich mit irgendwelchen Influencern künstlich versucht wird, irgendwas zu machen. Du brauchst das bei Festivals, finde ich auch gar nicht, weil deine Besucher sind das. Ja, aber es ist halt schon, dann siehst du das Ding und denkst, boah, ey, nächstes Jahr bin ich dabei und dann ist nächstes Jahr. Na gut, dann muss natürlich als Marketing-Typ an genau die Leute rantreten. Ja, die musst du eigentlich sofort abgreifen und sagen, so, und du kommst jetzt nächstes Jahr, ob du willst oder nicht. Also du willst. Ich mach dich wollen. Du hast zu wollen. Naja, ich mach dich wollen.com. Oh yeah. Wollen wir dann jetzt? Ja, let's do it. In die Casa, Casa Rock am Ring einsteigen. Rock am Ringus. Ja, wo fangen wir da an? Wir fangen damit an, würde ich sagen, mit dem Fakt, dass 2016 92.500 Besucher offiziell bei Rock am Ring waren. Ja. Und dieses Jahr wurden 70.000 gemeldet vor Rock am Ring und Rock im Park. Und das glaube ich erstmal nicht. Wir können auch darüber reden, warum ich das nicht glaube. Naja. Die Frage ist ja vor allen Dingen, woran liegt das? Gibt es da ganz konkrete Probleme bei Rock am Ring? Und da gab es ein paar interessante Sachen im Vorfeld und über die würde ich gerne reden. Soll ich erstmal sagen, warum ich nicht glaube, dass der 70.000 Leute war? Ja, dann mach das erstmal. Ich habe ein paar Bilder angeguckt von früheren Jahren, wo angeblich 70.000 Leute waren und wo das Festival dann als ausverkauft galt. Vielleicht ganz mal 75.000. Und dann habe ich also von so Nachmittags-Acts und dann habe ich mir Bilder von diesem Jahr von Nachmittags-Acts angeguckt. Und das war einfach viel leerer. Die Campingflächen sind geschrumpft, das hat man auf den Karten gesehen. Mhm. Es gab sehr seltsame Rabattaktionen. Ja, das gab sehr seltsame Ankündigungen. Das war zum Beispiel im Frühjahr irgendwie, hieß das irgendwie so, ja, aufgrund vielfältiger Nachfrage haben wir die Erhöhung der Ticketpreise erstmal noch um einen Monat verschoben. So, ja, also wenn Leute euch bitten, mit der Preiserhöhung zu warten, dann macht die, nein, das macht niemand. So funktioniert das nicht. Macht einfach niemand. Also es ist so offensichtlich und es kommt in der Branche durchaus vor, dass Zahlen nach oben gerundet wird. Es gibt so ganz viele Festivals, die sagen dann so, ein Tagesbesucher, den zähle ich ganz normal mit. Einen Typen, der 3 Tage da ist, der wird dann 3-mal gezählt, weil es sind ja 3 Tage Event. Dann zähle ich noch die Klofrau dazu und den Putzmann und den Lichttypen und den Musiker.
Und bei Rock am Ring gab es zum Beispiel jetzt auch noch die Leute, die nur Camping-Tickets hatten. Das ist auch schon noch so abgefahren. Also du konntest halt ein Ticket für dieses Festival kaufen und durftest nicht zur Bühne gehen, wenn du nur das Camping-Ticket gekauft hast. Weiß man, ich würde gern wissen, wie viele das denn wirklich waren. Genau, aber das sind alles Zahlen, die du ja nicht erfährst. Und die haben immer nur gesagt, so insgesamt so 70.400 war, glaube ich, der genaue Wert. Und das klingt irgendwie so nach hochgerechnet auf 70.000. Das klingt aber auch zu seltsam, weil wenn nicht ausverkauft sind, dann hängen wir noch ein paar Hunderter dran. Ja. Und dann sind 70.400. Und auf der Pressekonferenz wurde auch einmal nochmal nachgehakt, woran das denn liegt. Und da gab es so eine Abfuhr von dem sehr sympathischen, in diesem Moment, Marek Lieberberg, dass danach keine einzige Frage mehr gestellt wurde. Und alle so, ja, dann fragen wir halt nicht mehr. Ich habe versucht, ihn anzuhören, aber ich konnte es nicht wegen der Soundqualität. Also die Pressekonferenz ist ja noch bei Facebook verfügbar. Ich konnte das nicht anhören, weil der Sound so schlecht. Was hat er denn gesagt? Naja, er hat erstmal das Medium gedisst. Weiß man, welches es war? Irgend so eine Rheinpost, naja, okay, keine Ahnung. Also ist da in der Gegend nicht klein, tatsächlich. Ja, die hat halt erstmal irgendwie, hat er sich über die lustig gemacht, dass die immer so ganz seltsame Fragen stellen und so. Und dann hat er die halt so abgebügelt und ja, war sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja, woran liegt's? Ja, das ist die Frage. Es gibt einen offenen Brief, der an Marek Lieberberg, Konzertagentur und den ganzen Rest gerichtet wurde. Vor 2 Wochen war es, glaube ich. Ja, kurz vorm Festival kam dieser Brief raus. Der wurde geschrieben von den Ringrockern. Das ist eine Community für Festivals, die sich hauptsächlich um Rock am Ring kümmern, aber auch um alle anderen Festivals. Ja. Der Name sagt ja schon, Ringrocker. Die haben zusammen im Dialog einen Brief geschrieben und ins Internet gestellt. Und ja. Also muss ich sagen, einen sehr, sehr sachlichen, sehr, sehr gut meiner Meinung nach verargumentierten Brief, in dem es halt darum ging, auch irgendwie, was die Leute stört. Also diese Leute, die sich wirklich in dieser Community engagieren, schon seit Jahren zum Teil, die wirklich eigentlich passionierte Fans von Rock am Ring sind. Die so passioniert sind, dass sie auch nicht sagen, dann gehen wir einfach nicht mehr hin. Nee, weil sie wollen zu diesem Festival. Und was gab es an Reaktionen auf diesen Brief? Ich würde erstmal vielleicht darüber reden wollen, was in dem Brief drinsteht. Ja. Also erstmal war wurde so ein Zustand beschrieben, wie es vielleicht sein sollte, dass man irgendwie morgens aufwacht und dann bekommt man irgendwie direkt ein kaltes Bier in die Flosse und hört ein bisschen Mucke aus der mitgebrachten Anlage und dann geht man zu den Kumpels auf dem nächsten Campingplatz und dann geht man irgendwann zu den Bühnen und hat total viel Spaß. Festival, sollte man meinen. Und leider ist das dann laut den Schreibern nicht mehr so möglich. Es wurde gesagt, tatsächlich, dass offenbar versucht wird, Großgruppen zu vertreiben durch verschiedene Restriktionen. Mhm. Eine Sache, die du schon meintest, mit irgendwie Glamping, mit Zugangsbeschränkungen, ist da auch so ein Ding. Mhm. Bei Rock am Ring inzwischen 1000 Ticketkategorien. Ja. Das Rock'n'Roll-Camping und das Caravan-Camping und für alles zahlst du extra und keiner versteht das, was man wo zahlt. Das geht so weit, dass sie irgendwie so einen fünfseitigen Baum gezeichnet haben, so, wenn du das möchtest, musst du das und das Ticket kaufen und das mit dem und dem kombinieren und dann kannst du das und das damit machen. 2 Tage vorm Festival kam das Ding raus. Ja, das war ein bisschen unglücklich. Bisschen. Und zeigt auch, dass man ein Problem hat mit seinem Ticketing, wenn man sowas machen muss. Ja. Aber da ist es jetzt wohl tatsächlich so, wenn ich irgendwie ein normales Campingticket habe, also mit meinem Zelt da rumhänge, weil am Auto darf ich ja auch nicht direkt stehen und ich muss auch, glaube ich, ein Parking-Ticket noch kaufen. Ja. Also ich brauche da schon 3 Tickets. Ich brauche das Festival-Ticket, ich brauche das normale Camping-Ticket und ein Auto-Ticket. Ja. Und wenn du auf dem Caravan stehst, wofür du ja dein normales Festival-Ticket und das Caravan-Ticket und ein Ticket für dein Caravan hast, ich durfte dich nicht besuchen. Nee, das wäre nicht vorgesehen. Weil ich hätte nicht das richtige Bändchen. Ja. Und da können wir uns auf den Kopf stellen, aber das würde nicht funktionieren. Ja, das ist halt schade sowas. Ja. Das ist einfach schade, anders kannst du es nicht sagen. Weil ich habe das ja ganz oft auf Festivals, dass ich dann irgendwelche Leute da kennenlerne oder vorher schon kenne und die ihn besuchen möchte und die an einem völlig anderen Ende des Campingplatzes rumhängen und dann will ich da auch hingehen können. So. Ja, und das, aber das ist ja auch nur einer der Punkte, der stark moniert wird auf jeden Fall. Ja, und der mit den anderen auch stark zusammenhängt, weil
Das Camping war immer sehr, sehr wichtig für Rock am Ring. Also da wurde gesagt, so diese Lokalität des Rings war sehr wichtig und das Camping war sehr wichtig. Und dass dann da coole Bands waren, das war halt so die Beigabe. Die Beigabe. Aber das Camping war wohl sehr wichtig. Und es gibt zum Beispiel auch jetzt so die Regelung, irgendwie ab 10 Leuten darfst du ein Pavillon haben. Und für einen zweiten Pavillon brauchst du dann wohl 20 Leute. Bevor, also Rock am Ring war ja 2 Jahre lang in Mendig auf diesem Flughafen. Genau, also da. Und im Zuge dessen wurden zum Beispiel Aggregate verboten. So. Dafür wurde dann ein Stromanschluss angeboten gegen Aufpreis, in dem man sich einbuchen konnte. Dann hatte man Strom. Das sind diese Rock'n'Roll-Tickets. Mit dem Umzug zurück am Ring wurde dieses Verbot beibehalten. Die Preise für diese Stromzuleitungen wurden erhöht. Und das ist halt so, ich finde so, wenn du so ein Luxuscamping machst, das ist total legitim, das anzubieten. Auf jeden Fall. Dann sollte es aber halt optional sein. Aber so ist es halt so, ja, du willst Strom? Dann musst du dafür bezahlen. Daran, ja. Obwohl es vorher nicht so war und dieses Argument, weil Mendig, das war so ein Naturschutzgebiet, ja, so ein Stück weit, da war Wasserschutzfläche, glaube ich. Wasserschutz, ja. Deswegen durfte das einfach nicht. Aber am Ring gibt es immer noch Events wie das 24-Stunden-Ring, wo das durchaus erlaubt ist. Ja. Vielleicht gibt es wirklich Einschränkungen irgendwie vom. Das kannst du halt gut haben. Da kann es Auflagen geben. Aber da kommen wir zu dem nächsten großen Problem. Dem wichtigen. Es wird einfach nicht kommuniziert, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Ja, das ist, wird ganz stark kritisiert von den Ringrockern. Und ja, man muss sich über das Jahr mal die Homepage anschauen, die Facebook-Seite, was an Infos wirklich transportiert wird und wie auf Fragen reagiert wird. Ja. Und das ist halt ausbaufähig, möchte ich irgendwie sagen. Was irgendwie scharf. Es ist geiler an dieser fehlenden Kommunikation, ist ja eigentlich, in dem Jahr, als Rock am Ring nach Mendig gegangen ist, war das total vorbildlich. Ja, da haben sie auch wirklich gesehen. Da haben sie informative Sachen gemacht, da haben sie lustige Sachen gemacht. Sie haben verstanden, dass sie ganz viel erklären müssen. Und gleichzeitig wurde da ja das Konkurrenzfestival, die Grüne Hölle, für die fehlende Kommunikation in Grund und Boden gestampft. Und es wurde gesagt, oh, guckt euch mal an hier, wie Lieberberg das macht. Die machen das so viel besser und so. Und dann geht's zurück an den Ring. Und jetzt und ist ja wieder so, alles ja, wie das vorher. Kennen ja alle. Da lehnen wir uns mal zurück, obwohl sich ja echt viel geändert hat. Ja, und das ist irgendwie so, das ist schwer nachzuvollziehen, so für mich jetzt da. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß es einfach nicht. So, ich glaube nicht, dass es den Leuten scheißegal ist, also den Menschen, die da kommunizieren sollten. Ich frage jetzt, ob es überhaupt welche gibt fest angestellt das oder ob das irgendwelche Agenturen sind, die dann eingekauft werden und da hat man vielleicht einfach mal daneben gegriffen oder so. Das kannst du natürlich haben. Also, ich das halt auch schon fragwürdig finden würde, für so ein großes Event nur auf extern zu setzen. Das ist ja nach wie vor ein Aushängeschild der deutschen Festivallandschaft. Ja, und dann kannst du auch deine eigenen Bands groß machen und gezielt pushen und dergleichen. Das ist ja ein Riesending. Das ist nichts, was man nebenbei irgendwie handeln sollte. Aber das ist so das Gefühl, was irgendwie rüberkommt. So, ja. Das läuft halt schon. Das ist halt Rock am Ring, ne? Ja, genau. Und das, glaube ich, ging auch eine ganze Zeit lang gut. Aber jetzt dieses Jahr, also ich finde halt, wenn Fans dazu bewegt sind, soll ich sich so offen persönlich an jemanden zu richten, weil ihnen wirklich was am Herzen liegt, dann sollte das vielleicht schon auf offene Ohren stoßen. Ja. Vor allen Dingen, weil es halt konstruktive Ansätze sind. Und das tat er leider nicht. Es gab keine, bis jetzt stand heute keine öffentliche Reaktion. Ich hatte ja so ein bisschen erwartet, dass Marek sich vielleicht am ersten Tag auf die Bühne stellt und irgendwie 3-4 Sätze sagt, so nach dem Motto, so, hey, wir haben das gelesen und wir kommen in den nächsten Wochen auf euch zu. Genau. Oder auch eine Mail von wegen, hey, wir haben es gelesen, es ist 2 Wochen vorm Festival, wir können jetzt eh nichts ändern und wir haben auch gar keine Zeit dafür, aber wir melden uns und nehmen das wahr, das hätte ja auch schon gereicht. Danke euch. Aber offenbar kam das nicht. Also einer User im Ringrocker-Forum hat irgendwie so seltsam was geschrieben, wo man rauslesen könnte, dass vielleicht 2-3 Sätze gesagt worden sind. Aber ich habe kein Video dazu gefunden oder so, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob da wirklich was dran ist. Ich hatte auch noch mal ein bisschen geguckt und ne. Aber offenbar gab es aus der Richtung kein Feedback. Es gab aber ein sehr großes Feedback aus der Community. Es sind mehrere Seiten darauf angesprungen. Visions zum Beispiel ist ja darauf angesprungen. Morcore.
NTV hat auch so einen Bericht gemacht, ja, der gefragt natürlich hat, so, was ist das Problem gerade bei Rock am Ring? Klar, doch, das hat guten Medien verursacht und spätestens dann hätte man ja auch wirklich auf, okay, dann kommt jetzt mal. Es sind ja auch alles Dinge, die man kann sich ja erklären. Also ja. Und sollte man vielleicht auch. Gut. Und dann stelle ich jetzt dir die Frage, woran lag es denn jetzt, dass so wenig Tickets verkauft wurden, in Anführungszeichen? Weil wenig ist es eigentlich nicht. Nee, das ist nicht wenig. Selbst wenn die sich die Zahlen schön gerechnet haben und es waren in Wirklichkeit meinetwegen 50.000 Leute auf so einer Rennstrecke zu versammeln, ist auch eine Leistung. Immer super. Ich denke so viel drüber nach und ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, Line-Up war, ja, eigentlich müsste, denke ich so, für Menschen, die gern zu Rock am Ring gefahren sind, eigentlich richtig, ja, behaupte ich mal. Auch, war eine gut bunte Mischung. Du hattest eigentlich für jeden irgendwie was dabei. Ja, und vor allen Dingen und auch nette Sachen für jeden dabei. Ja, und es war auch wieder ein mehr Rock- und Metal-lastigeres Line-Up als zuvor. Vielleicht war das auch ein bisschen das Problem. Also es wurde ja ganz oft moniert, dass Rock am Ring Richtung Rap am Ring wird. Das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, war aber klar, ein bisschen breiter aufgestellt. Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr war es definitiv. Klar gab es auch noch ein paar Hip-Hop-Acts, Logo. Aber man hatte halt die meisten in den letzten Jahren. Eben. So. Und also ich sehe jemand wie Casper, ist ja auch irgendwie Crossover bis zum geht nicht mehr. Natürlich auch ein Rapper einerseits, aber andererseits eben nicht nur. Und sonst gab es so ein paar kleinere, in der Hinsicht, bisschen Elektro mit den Bloody Beetroots und sowas. Aber die ballern ja auch wie blöde, also die kannst ja auch da gut stehen lassen. Also in der Hinsicht meine ich, das müsste gut gewesen sein. Ich habe tatsächlich jetzt doch öfter mal Kommentare gelesen von Leuten, die generell festivalmüde sind. Mhm. Leuten, die Angst haben tatsächlich vor solchen Veranstaltungen. Also es ist krass, das ist ja nun in Anführungszeichen schon länger nichts Schlimmes mehr in der Hinsicht passiert. Aber es hält anscheinend noch nach. Ja, und es ist ja auch gerade Rock am Ring, was 3 Jahre in Folge echt großes Pech hatte. Wetter war natürlich immer großes Thema. Genau, die hatten 2-mal hintereinander Blitzeinschläge. Ja. Und dann hatten sie letztes Jahr diesen zwischenzeitlichen Abbruch wegen Terrorgeschichte da, die ja nichts war dann. Aber ja, aber das ist auch trotzdem, das bleibt im Gedächtnis so. Und da hatten sie total Pech. Und wenn du dann nicht vernünftig kommunizierst und die Leute irgendwie darauf anfickst, dass es doch eigentlich total geil ist, ich glaube, das ist das große Problem. Ich glaube, man hätte damit umgehen können, wenn man sich halt irgendwie aktiv darum bemüht hätte. Ja, und es ist halt nicht so richtig passiert. Nee, genau. Es wurden die wichtigsten Infos rausgegeben, wer spielt, wann, wo. Und diese Tickets könnt ihr für teures Geld kaufen. Und das war's aber. Aber halt nichts irgendwie, wo man irgendwie zum Beispiel mal gesagt hätte, so, man versucht mal so Community anzufachen. Ja, so irgendwie ein bisschen Emotionalität zu schaffen war. Ja. Irgendwie hat, das hat irgendwie ging jetzt erst ganz kurz vorher los, dass es da irgendwas passiert. Los, nachdem dieser Brief veröffentlicht wurde. Ja. Da ist irgendwer aufgewacht. Ich glaube, das war einfach für dahin schon geplant. Einfach so ein bisschen. Dafür sahen die ersten Dinger eigentlich irgendwie zu wild aus, fand ich. Nö, fand ich jetzt nicht. Aber gut, kann sein. Also ich fand das Timing auf jeden Fall auffällig. Also ich hätte einfach gedacht, das wurde Zeit, so. Ja, das Festival rückt an. Zeit wurde es definitiv. Das steht mal außer Frage, ja. Naja, also eine eindeutige Antwort kann ich da, wie ich auch, ich sie nirgendwo liefern kann. Ich kann nicht sagen, warum. Es gibt, glaube ich, keine singulären Gründe. So, es gibt ganz viele unterschiedliche Leute, die da unterschiedliche Befindlichkeit haben, warum sie nicht mehr zu ihrem Festival fahren. Das ist ja auch so ein Rock am Ring-Ding, was, glaube ich, zum Beispiel auch viel mehr ist als bei einem Hurricane oder so. Dieses so, das ist mein Festival. Das ist da, glaube ich, viel stärker drin. Das hat man auch ganz stark gemerkt, als es vom Ring wegging nach Mendig. Das war ja auch wirklich krass und das war auch gut aufgelöst damals, fand ich. Also wie da die Leute abgeholt wurden, so in einer neuen Location und sich da wirklich gegeben wurde. Eben, da hat es ja funktioniert. Ja. Das ist es, was ich nicht verstehe, warum es jetzt so eingeschlafen ist. Heißt es nicht, ich weiß es nicht. Also muss ich auch echt gucken. Jetzt sind für nächstes Jahr die Ärzte bestätigt. Ganz viele Leute freuen sich wie Sau, verstehe ich ja nicht, aber gut. Das wird doch die Monsterparty. Den Song mag ich tatsächlich ganz gerne. Ja, ich mag mehrere Ärzte-Songs ganz gerne, aber es ist halt so, ja, wow, die hat man auf Barock am Ring auch schon wie oft gesehen als Headliner. Ja gut, also jetzt, die waren jetzt ja seit 6 Jahren tatsächlich nicht mehr auf der Bühne. Ich dachte zuerst, das wäre doch Quatsch, weil ich die 2013 gesehen habe. Dann habe ich nochmal nachgerechnet, bis 2019 sind es dann auch 6 Jahre.
Aber ja, gucken wir, wo sich das hinentwickelt. Welche Schlüsse gezogen werden. Ich habe auch noch versucht, ein paar Schlüsse zu ziehen. Und zwar habe ich nochmal die Initiatorin des Briefes angeschrieben. Ich bin so gespannt, was da rauskam. Und habe einfach so ein paar Fragen ganz wild gestellt, über die ich auch nicht lange nachgedacht habe. Und zwar habe ich erstmal gefragt, was für eine Reaktion erwartet wurde, sowohl von den Besuchern als auch von MLK. Die Antwort war, also ich lese das jetzt nicht wortwörtlich vor, dass gemischtere Reaktionen offenbar erwartet wurden und man dann doch sehr positiv überrascht war, wie positiv das Feedback der Community ausfällt. Mhm. Der Brief wurde ja vorher, wie gesagt, zusammen ausgearbeitet und ich habe da ein bisschen auch quer gelesen, da gab es schon teilweise sehr auseinandergehende Meinungen. Klar. Aber ja. Unter dem Brief haben sie dann trotzdem alle quasi zu Hause gefühlt, so ein Stück weit. Ja, und von MLK war wohl eine Reaktion erwartet worden, sonst hätte man das ja auch nicht gemacht. Dass es aber keine gab. Also einzelne User haben wohl Antworten erhalten, so. Ne, da haben wir mal wegen ausgedacht 50 Leute eine E-Mail geschrieben und haben ausgedacht 2 eine Antwort erhalten. Ja, ja. Das ist so das, was man rauslesen kann, so ein bisschen aus dem, was in dem Forum da steht. Die Aktion als Ganzes, wie gesagt, nicht. Es wird ganz klar gesagt, man hat das Gefühl, dass der Veranstalter versucht, das Thema auszusitzen. Schlecht, wenn das Gefühl da ist. Ja, das ist halt auch verständlich, warum das Gefühl da ist. Das sollte irgendwie echt wehtun, so. Ja, wow. Und man hat auch das Gefühl, genau wie ich, dass die Aktion auf Social Media auch eine Reaktion war, auch weil man dann auch angefangen hat, nicht nur zu posten, sondern auch auf Kommentare teilweise wirklich zu reagieren. So. Okay, ja, gut. Ja. Oje, oje, oje. Dann habe ich noch gefragt, das Line-Up war kein Teil des Briefes. Nö. Aber ich habe gefragt, wie wichtig ist es denn trotzdem, der Meinung dieser Gruppe von Menschen nach, für ein Festival ein gutes Line-Up zu haben? Hier zitiere ich jetzt einmal doch wörtlich. Ja. Unserer Meinung nach kommt es insbesondere auf zugkräftige Headliner an. Mhm. Natürlich muss ein Line-Up insgesamt stimmig sein, aber aufgrund der steigenden Festivalpreise ist für eine Vielzahl der Besucher die Headliner-Regel wohl das entscheidende Kriterium. Unauffälliges Blättern kann Jasper. Kann ich sehr gut. Rock am Ring hatte bisher für viele Besucher einen Sonderstatus aufgrund der Rennstrecke und besonderer Campingregeln. Da dies aber mehr und mehr weggefallen ist, wird dem Line-Up bei Rock am Ring verstärkt Bedeutung beigemessen. Was sagen wir dazu? Dass sie dieses Jahr nicht zufrieden waren, möchte ich da auf jeden Fall rauslösen. Und ja, das ist ja ein Trend, den wir auch in Macken wahrnehmen. Ja, das Headliner-Geschrei gibt es, seit es das Festival gibt. Ja, genau. Aber es ist ja so, dass es ist. Aber ich glaube, da ist schon was dran. Das ist ja das, was wir vorhin einmal kurz sagten. So, Camping war immer sehr wichtig. Und wenn du anfängst, daran rumzubauen, dann wird automatisch was anderes total wichtig. Ja, klar. Und dann bleiben eigentlich nur die richtig großen Namen, obwohl das eigentlich, wie wir auch öfter schon gesagt haben, ja Quatsch ist, weil der 2-Stunden-Headliner-Auftritt macht nicht ein geiles Wochenende aus. Nee. Überhaupt nicht. Aber auch gerade, wenn man auf die hohen Ticketpreise guckt. Das ist die Wertigkeit, die genau, dann wieder die gefühlte kommt. Wertigkeit, obwohl zu diesem Ticketpreis ja so viel mehr gehört. Ja. Und der ist immer im Vergleich der reinen Spielzeit an Bands ein Witz. Also, guckst du nur zwei oder eine große Band und 2 kleinere an, hast du es ja eigentlich schon drin. So, richtig, ja. Nach dem Motto. Aber ich verstehe, warum das so. Psychologisch gesehen verstehe ich das total, ja. Natürlich, das geht mir halt selbst auch so, wenn ich so auf so ein Plakat gucke. Das hatten wir ja jetzt schon zur Genüge eigentlich. Ja. Ja, also ich kann den Punkt total verstehen, dass das Line-Up wahrscheinlich nicht so wichtig wäre. Wenn es uns alles geil wäre. Wenn Rock am Ring immer noch diesen Ruf hätte, so, boah, das ist der geilste Campingplatz der Nation. Ja. Und das war ja lange. Unangefochten. Unangefochten, genau. Das sollte schon zu denken geben, finde ich. Ja. Dann habe ich noch gefragt, ob Sie glauben, den durchschnittlichen Ring-Fan zu vertreten, weil das im Internet ja immer sehr schwierig ist. Aufgrund des Feedbacks nehmen Sie so in Anspruch, für sich so 40-50% der Besucher zu vertreten.
Indiz ist dafür die deutlich schlechtere Stimmung unter allen möglichen Posts von Rock am Ring. Mhm. Und die Reichweite des Briefes, die sehr groß war, vor allen Dingen für diese Plattform anscheinend. Absolut, also das hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber ja, das hat viele Leute aus der Seele gesprochen. Ja, ja, genau. Das habe ich auch wahrgenommen. Also ich finde das mit Zahlen immer sehr schwierig. Das kannst du nicht. Ich denke auch, wie viele Leute einfach nur stumpf konsumieren und überhaupt nichts hinterfragen. Da gibt es leider sehr viele von. Andererseits soll man halt auch so sein Publikum, oder in dem Fall das Publikum von Rock am Ring, nicht für dumm halten. Nee, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Aber wenn man wirklich sagt, so jeder Zweite hat zumindest irgendwie im Hinterkopf so, wenn es ein traditionelles Festival ist, wo viele Leute auch schon echt oft waren, da haben viele garantiert wirklich im Hinterkopf, wie es früher mal war. Absolut, natürlich. Sonst würden sie ja auch nicht diese Vergleiche anbringen. So könnten sie ja nicht so. Also das halte ich schon für realistisch, dass da wirklich ein großer Teil zumindest hinter Teilen der Auflistung steht. Absolut, und ich denke auch, wenn das dann jemand mal gelesen hat, der eigentlich ganz unbelastet, sage ich mal, rangegangen ist. Dann sagt er trotzdem so, ja, stimmt vielleicht. Irgendwie ist was dran. So. Also entweder sagst du dann, okay, ist mir egal, so, aber ich glaube, das schon doch auf offene Ohren trifft. Ja. Und dann habe ich noch gefragt, oder eigentlich mehr gesagt, so dass gerade kleinere Festivals gefühlt eher Boom und größere eher Probleme haben, und gefragt, was aus der Sicht der Community die Gründe sind. Da wurde einmal der Trend so zu elektronischer Musik gesagt, mit Blick auf Perukaville zum Beispiel. Explodiert ist. Ja, da gibt es auch mehrere ähnliche Events. Ja. Dann, dass die relevanten deutschen Bands in einer Größenordnung sind, die sich auch mittelgroße Festivals leisten können, die auch ein ganz anderes Preisgefüge haben. Also ja, wenn du so halt auf so deutsche größere Hip-Hop-Acts oder so stehst, die sind halt überhaupt nicht exklusiv für so ein Festival. Nee, absolut nicht. Da können auch irgendwie, und dann kannst du irgendwie auf den Taubertaler oder Open Flair gehen, zahlst die Hälfte für den Preis, und wenn du halt auf sowas Bock hast, bist du da einfach auch besser aufgehoben. Absolut, ja. Preis-Leistungstechnisch. Das genau. Ist einfach dann so. Das ist es, ja. Und du dann für andere Geschichten halt die großen internationalen. Genau, und Player. Insbesondere bei der jungen Zielgruppe sind diese günstigen Events halt auch deswegen einfach eine große Konkurrenz, weil sie einfach günstiger sind. Klar, Logo. Sie sagen aber auch, sie sehen den Trend nicht so allgemein, wie ich ihn geschrieben habe, mit Verweis auf Wacken und Southside, die ja gut dastehen. Und das finde ich auch mal ein sehr interessanter Punkt. Warum läuft denn das Southside so viel besser als das Hurricane? Ich weiß es. War ja in meiner Jugend quasi auch nur auf dem Southside und fand das dann im Direktvergleich immer schöner als das Hurricane. So einfach vom Gelände her ist es cooler. Ja, so viel gibt es das noch. Doch, schon angenehmer, aber das sind so Marginalitäten. Ich weiß nicht. Mein erster Gedanke war, das Deichbrand. Das ist auf jeden Fall absolut dicke Konkurrenz fürs Hurricane. Ja, aber das Haushalt im Süden gibt es noch 1000 Festivals. Ja, aber nicht so in der Aufstellung. Na, du hast erstmal Rock am Ring und Rock am Park, das ist das, ja, halbwegs nah dran. Dann hast du die Österreicher und Schweizer Festivals, so cool, das ist wieder das ist aber dann schon echt ein Stück weit. Also das ist nicht so mal eben. Und ansonsten in der Region, du hast das Happiness, was gerade ganz gut wächst. War das auch nochmal eine Stückecke woanders? Und ansonsten ist da die Situation eine andere. Also für große gemischte Festivals. Das kann ich sagen, weil ich bin aus dem Schwabeländle, gell? Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt ist es raus. Yes. Ja, aber das, also für mich bleibt diese Frage immer noch offen, warum das so besser läuft. Ich kann es dir nicht sagen. Weil was man so von außen wahrnimmt, geben sich die Festival nichts. Die haben ja eine Strategie, was Kommunikation und Marketing angeht. Mhm. Die haben ein Line-Up, logischerweise. Also was aber auch spannend ist, wo ich mal vergleichen möchte, mal Rock am Ring und Rock im Park. Man hat immer, finde ich, so das Gefühl, dass Rock im Park so das hässliche Endline unter den Schwestern ist. Ja, das läuft so unterm Schirm, ist meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist charmantere, eigentlich. Es ist ein super schönes Festival, ist richtig cool. Aber das finde ich auch so unsympathisch, dass das so als so zweite Liga abgestempelt wird, weil so die große Pressekonferenz ist immer am Ring. Ja, weil es halt auch das größere Event ist. Ja, aber man kann auch zum Beispiel ein Jahr da oder so. Warum denn nicht? Naja, weil der Ring ist halt das Aushängeschild. Ja, und das finde ich unsympathisch. Ich möchte ihm keine Wertung beimessen. So, ich verstehe es vollkommen, warum man es ist einfach der Ring. Es
umsonst war das ein riesen Buhai, als es auf einmal nicht mehr der Ring war. Wobei jetzt ja inzwischen viele sagen, Mendig war eigentlich besser. Ja, das habe ich jetzt auch gehört. Ja gut, aber das waren das auch dieselben Leute, die geschrien haben, wir wollen aber zurück am Ring. Also kannst du dann auch wieder schlecht aufdröseln. Ja, das ist auch immer ein großes Problem. Wie viele sind dann wirklich die, die alle laut schreien? Wer ist der Ring? Ja. So, wer ist der Ring? Also ich glaube ganz stark die Ringrogger-Leute. Also natürlich ist es auch nur ein Bruchteil, aber einer, der sich Gedanken macht und die auch den Nerv artikuliert. Auf jeden Fall. Ja, ja, Hurricane Southside, ja, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß so viel in dieser Folge nicht. Ich kann halt auch nur, wie es schon vorher tat, rumspekulieren. Ja, aber eine Spekulationsfolge ist auch ganz schön. Wollen wir denn spekulieren, wie es weitergehen wird mit Rock am Ring? Du wolltest es eben schon einmal anschauen. Ja, also ich kann es auch nicht spekulieren. Ich glaube, das wird sich wieder eingrooven. Ich bin da, ja, dass er gelernt wird. Aber auf welchem Level? Das ist die Frage. Auch so besucherzahlenmäßig. Also man muss natürlich auch erstmal sagen, so jedes Jahr den Besucherrekord zu brechen, das ist auch geht nicht erstrebenswert. Nicht Na, absolut nicht. Das macht das Festival einfach auch nicht besser. Eben. Weder für die Veranstalter, die ihnen auf 1000 Sachen mehr Acht geben müssen, als für die Besucher. Ja. Also das ist. Es hängt hier ja, wie wir schon jetzt festgestellt haben, zum einen davon ab, das Line-Up muss am Ende hinpassen. Ich glaube, das kriegen sie hin. Also eigentlich habe ich kaum Zweifel, dass so da eine gute Querschnitt dastehen wird. Aber sie müssen halt auch auf die Kritikpunkte, die jetzt aufkamen, jetzt eingehen. Ja, eigentlich schon. Und ich glaube aber auch, dass sie das tun. Es wäre echt schade, wenn nicht. Ja, das absolut. Also ich glaube, das ist... Man muss ja die Sachen nicht ändern, nur weil... Ich sag's mal doof, 5 Leute schreiben, das ist doof. Aber wenn du diesen 5 Leuten erklärst, warum das so ist, freuen sich über die Erklärung auch die 20 anderen Leute, die vielleicht mit der Entscheidung eh kein Problem hatten. Ja. Einfach weil sie sehen, oh, verloren. Das ist transparent, da wird kommuniziert. Da wird zugehört, das ist das Wichtigste. Genau, dieses so Partizipieren am Festival, ja. Was du mit so einem offenen Brief ja auch möchtest. Ja, natürlich. Genau. Das ist klar, glaube ich, echt total wichtig. Und eigentlich ist es auch eine riesige Chance, so einen Brief zu bekommen. Ja, weil das echt... Absolut. Und ich glaube, dass sie diese Chance wahrnehmen werden. Bin da absolut zuversichtlich. Ich hoffe es ein Stück weit, weil Rock am Ring ist halt auch echt ein Aushängeschild für die Festivalkultur in Deutschland. So. Absolut, du wünschst diesem Festival nichts Schlechtes. Ja. Deswegen, macht! Aber ich finde, so ein kleiner Dämpfer, für wenn man sich zu sicher fühlt, ist immer auch gut. Das ist irgendwie wie im Fußball. Das ist auch, ne? Wenn der HSV mal absteigt. Nee, da war ich jetzt so... Jetzt. Oder wenn Bayern nicht im Pokal fällt. Genau so. Und dann kann man das nächste Mal wieder voll motiviert reinsteigen. Ihr seid immer noch Top-Class, aber... Müsst vielleicht. War ein bisschen eingeschlafen vielleicht. Ein bisschen laufen lassen. Ja. Ich finde, das wird hier mit Fußball mit Tappern. Der keine Ahnung hat von Fußball. Aber ich glaube, das passt ganz gut, das Bild. So, alle brauchen, jeder von uns braucht ab und zu mal so einen kleinen Weckruf. Ja, das stimmt. Übrigens an der Stelle ganz schön. Ich finde gut, dass es ein offener Brief war. Wir haben nämlich mal was Ähnliches bekommen. Und zwar war es eine Petition für den Erhalt von den Gruppenreservierungen. Mhm. Und da haben wir zwar allen einzeln geantwortet, aber auch kein Statement abgegeben, weil eine scheiß Petition, da geht es darum, irgendwie was zu eine erzählen. Dreckige Firma irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen oder eine politische Änderung, aber nicht um sowas. Petitionen werden so kaputt gemacht davon, dass für jeden Scheiß eine Petition erstellt wird, dass man inzwischen über dieses ganze Instrument an vielen Stellen einfach nur noch lacht. Und das ist so, das ist eigentlich so ein wichtiges Instrument in der für die politische den Diskurs. Und dann wird so. Ja, für so einen Scheiß. Und vor allem gerade bei einem Festival wie uns, ich rede doch mal über uns direkt, die auf jede scheiß E-Mail antworten. Ja. Und auf so viele Kommentare wie möglich und so. Und unsere Telefonnummern stehen auf der Homepage und jeder kann mich anrufen. Ja. Und dann erkläre ich ihm das. Da muss man keine Petition schreiben, die an der Seite steht von, nehmt doch mal Assad aus Syrien raus. Also was ist das denn für eine Nachbarschaft? Ja, das ist halt, und das ist halt schon auch echt so... kurz vor Ultima Ratio gefühlt, weil es halt wirklich ein massives Druckmittel sein kann. Ja. In dem Fall jetzt halt nicht, weil... Genau, und da ist so ein offener Brief, viel sympathischer. Oh ja, und vor allen Dingen, das ist halt auch viel schöner, um dann drauf einzugehen. Das ist ein Gesprächsangebot. Genau. Das ist kein Messer auf die Brust, guck mal, wir sind viele und alle sollen sehen, wie viele wir sind, sondern so, wir sind welche und wir wollen reden und das ist unser Angebot. Genau, und dann kannst du da auch wirklich drauf eingehen, kannst auch vielleicht falsche Wahrnehmungen klarstellen, verifizieren, also...
Ja. Ja, ja, das ist ein bisschen gerantet. Das ist absolut legitim. Wie viel Uhr haben wir denn? Laufzeit oder? Ja. Stunde 10 jetzt gleich. Ja, dann machen wir noch unsere Listen. Ja, auf jeden Fall machen wir unsere Listen. Und das andere, was du ausgearbeitet hattest, verschieben wir auf deine eigene Folge. Da machst du dir auch mal schön noch Gedanken. Teasy. Ja, Listen. Es wird mal wieder listig hier bei uns. Jasper hat das ja schon gesagt. Wir haben zwei Top 5. Von mir gibt's die Top 5 besten Dinge an Festivals. Und von mir die schlimmsten Dinge an Festivals. Und ich würde sagen, man soll ja immer mit was Positivem anfangen. Ja. Dann möchte ich das mal tun. Ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt größtenteils als Fan die Top-Dinge, aber ich manche lassen sich auch als auf Veranstalter zurückführen. Mein Platz 5, und da werden wir uns schon widersprechen, ich finde Zelten total super. Im Zelt, auf dem Schnodderboden, auf der Luftmatratze oder Isomatte. Morgens aus dem Zelt fallen. Es ist kalt und glaube ich und irgendwie. Ja, absolut. Grundsätzlich finde ich das auch cool, aber ich bin inzwischen, habe ich das zu oft gemacht, finde ich. Aber im Buspen ist auch nicht so weit entfernt. Nee, aber es ist nur ein Stück bequem. Und ich mag Zelte auf- und abbauen. Ja, ich finde das total geil. Das ist wieder dieses mit eigenen Händen was schaffen und du siehst sofort irgendwie. Ich kann auch allein Zelte aufbauen. So, das ist ein richtig guter Markt. Was findest du scheiße? Ich fange an mit der Pyramide des Grauens. Oha. Du weißt, was ich meine, ne? Nee, ich habe gerade keine Ahnung, was du meinst. Wenn du auf ein Dixie gehst, das schon länger nicht mehr geleert wurde. Ah, Hölle. Und du hast aber ein dringendes Bedürfnis und es stapelt sich schon über den Rand hinaus. Und im Idealfall ist es dann noch wie auf dem Wilverin. Es ist zwar dunkel, du siehst aber trotzdem was, weil jemand ein Knicklicht oben reingesteckt hat in die Pyramide. Das finde ich aber sehr nett eigentlich. Das ist eine echt nette Geste. Ja, aber so, ja. Aber da braucht man gute Oberschenkelmuckis. Ist echt. Also generell Toiletten auf Festivals sind im Zweifelsfall ganz schlimm. Ich habe da auch schon Festivals erlebt mit fantastischen Toiletten, aber Pyramide des Grauens mal stellvertretend für alle. Richtig. Eine schöne Dixie-Store hatten wir doch zum Beispiel auf dem Hurricane mit dem Mädel, was ich da auch geschaut. Also folgendes Bild, eine Dixie-Batterie stand in Brand und am nächsten Tag standen noch die Reste da. Also quasi und von einer Pfeiler. Und von einer stand eigentlich nur noch die Tür. Und dann kommt da so ein sternhagelvolles Mädel, geht in dieses Dixie rein, schließt die Tür hinter sich, zieht die Hose runter und setzt sich hin und hat einfach nicht geschnallt, dass sämtliche Wände fehlen. Und als sie dann wieder raus wollte, hat sie auch noch die Tür nicht aufbekommen, hat deswegen von außen einmal um die Tür rumgegriffen, um sie von außen zu öffnen. Das kannst du dir halt auch echt nicht ausdenken. Das ist so ein richtiges, schönes Festival-Ding. Absolut. Schräg. Fäkalien ist ein guter Übergang zu meinem vierten Punkt. Oh. Was ich total spannend finde an Festivals, ist zu sehen, was kann man seinem Körper eigentlich antun. Es gibt Festivals. Raubbau am eigenen Körper. Ist echt so. Die habe ich zugebracht. Da habe ich mich von einem Handbrot am Tag ernährt. Habe mir weiß Gott wie viel Bier reingeschüttet und vielleicht 2 Stunden jeweils geschlafen. Die Sogarten, mir ging super. Und dann musste ich auch nicht auf Toilette. Das war ganz hilfreich. Aber das finde ich immer total spannend, was da eigentlich geht. Ja, da gab es auch neulich irgendwie so einen Artikel, der durchs Internet waberte, wie viel Energie man auf so einem Festival verbrennt. Ja. Wahnsinn. Das ist richtig, richtig abgefahren. Und ja, und das also ist der Körper so, schaltet dann echt in so einen Apokalypse-Modus irgendwie und stellt alles und einmal komplett um. Aber du fühlst dich geil dabei. Ja. Also weil dich schockt nichts mehr. Das ist auf jeden Fall großartig. Mein Platz 4 bei den schlimmsten Dingen, das sind Leute, die dieses, ich bin jetzt auf einem Festival, als Ausrede nehmen, um sämtliche Gehirnzellen abzuschalten. Also assi werden, also im Sinne von Rumpöbeln, Nerven, anderen aufs Zelt kacken, so eine Scheiße. Quatsch machen und auch ein bisschen rumpöbeln und so, das ist nett, das kann lustig sein. Aber so ein Mindestmaß an Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein, das ist auch ganz, ganz wichtig, das sollte noch irgendwie da sein. Ja, wirklich ein Mindestmaß. Es ist ja nicht viel. Es geht ja nur darum, dass man zu allen anderen cool ist. Also es ist ein bisschen Urlaub vom Gehirn, aber man sollte noch wissen, wo man es gelagert hat. Genau, also es geht ja eigentlich wirklich nur darum, dass man zueinander cool ist. Genau. Und das war es ja eigentlich im Prinzip schon, was da zu erwarten ist. Das war's. Also mehr. Ja, man sollte halt nicht irgendwie mit der brennenden Zigarette gucken, wo das Leck in der Gasleitung ist. So. Ja.
Und da muss man auch ein bisschen auf andere gucken, das finde ich auch immer noch wichtig. Ja, total, so ein bisschen. Im Idealfall hast du halt einen im Camp, der mal sagt, so heute bin ich mal nicht am Saufen, so, der hat vielleicht mal ein Auge auf den Grill und solche Späße. Da waren wir immer sehr gut drin. Nicht. Ich hätte durch die Korken ziehen. Aber diese Leute, die so richtig abspacken, ne. Nee, so mit so irgendwie, ja, kein, also auch die dann halt Scooter laufen lassen in 3000 Dezibel, obwohl irgendwie die Nachbarn gesagt haben, können sie vielleicht auf 2000 runterschalten zum fünften Mal. Genau, ja. Das nervt. Genau. Aber deswegen muss man nicht aufs Green Camping ausweichen. Genau, weil die Trennlinie auch echt sehr unsauber ist da. Ja, aber so irgendwann gibt es den Funktion, wenn es 4 Uhr morgens ist, dann kann man das mal gesagt haben. Oder auch nicht. Ich finde ja so zum Festival gehört es irgendwie dazu, du kommst an, baust auf und dann gehst du erstmal zu den Nachbarn und sagst Hallo. Ja. So, guten Tag, wir sind der. Sag jetzt mal so, pass auf, wir haben ja vielleicht einen Generator, wo können wir ihn hinstellen, wo nervt er euch nicht? Okay, da ist der schnarcht, dem ist es eh egal. Ne? Zum Beispiel so. Das wäre mal so eine absolut erste Maßnahme. Ja. Passiert leider nicht immer und deswegen ist das mein Platz 4, diese Leute, die wirklich sagen, Festival ist meine Ausrede fürs Arschloch sein. Ja, bringt das einen schönen, kann ich schön zu meinem dritten geilen Ding. Abgefahrene Geschichten und Erlebnisse und auch Bekanntschaften, möchte ich sagen. Mhm. Also was du auf dem Festival erlebst, so also hier, sei es so ein bisschen, erinnerst du dich an den Typen, der, was hat der hinter sich hergeschleift? Das war auch auf dem Hurricane. Ein Pavillon war das, oder? Ein Pavillon, also da war, also Bilder, du glaubst echt, also Mordor. Wenn Apokalypse ist, dann ist das Festival, aber ich meine davon auch echt, so irgendwie wahnsinnig geile Gespräche irgendwie im Starkring bei Placebo mit Leuten, die du danach auch nie wieder gesehen hast, aber da irgendwie schön Bier getrunken, ein bisschen Placebo geguckt und irgendwie toll geschnackt oder irgendwie jemanden bei Moshpit was war das, irgendeine Hardcore-Band, keine Ahnung mehr, über den Haufen gerannt und dann den ganzen Abend zusammen noch Bier getrunken und dann solche Geschichten gerne auch dazu und das finde ich Das ist einfach geil und das Festivals fördern sowas, weil einerseits sehr viel Enthemmung da ist, aber andererseits ist, glaube ich, in relativ basal ein Mindset gibt und das ist halt Spaß haben. Mhm. So. Mein Punkt 3 geht allerdings in die exakt gegenseitige Richtung und zwar, wenn ich irgendwann Probleme auf Festivals hatte mit Leuten, dann waren es meistens Freunde von Freunden, die mir als total cool im Voraus beschrieben wurden und die dann die größten Deppen vor dem Herr sind. Also was haben die mir schon für Festivals verdorben tatsächlich? Ach, weil die wirst du dann ja auch nicht los, weißt du, wenn du irgendwie, du hast meinetwegen, du siehst irgendwo einen Assi, im schlimmsten Fall stellst du dein Zelt um. Ja. Mit deinem Camp. Oder du stellst den Typen nachts um. Ja. Aber wenn die halt wirklich Teil deines Camps sind, weil die erzählt wurde, dass das total tolle Typen und Mädels sind, und dann sind das wirklich Kackbratzen. Oh. Und da muss ja schon viel passieren, dass du sowas über jemanden sagst. Aber ja, das kann, also das hatte ich bisher recht wenig, muss ich sagen. Aber ich finde auch so eine Obergrenze für Camps. Man sollte nicht jeden Flüchtling aufnehmen. Ich würde sagen, wir können nicht jeden aufnehmen. Die können ja nicht alle, ja. Aber klar, wenn es nicht passt und du weißt es vorher halt nicht, ist doof. Deswegen war ich immer für Vortreffen und wer beim Vortreffen nicht dabei war oder dort nicht cool war, der hat halt Pech. Und dann kommt aber trotzdem irgendeiner noch an. Das ist die Scheiße. Also ich hatte da echt nie Probleme. Ja, du bist ja auch immer der, den alle hassen dann. Das ist ja wahrscheinlich das ist es halt echt so. Ja, aber das ist ja egal. Ich habe Spaß. Das ist das Wichtigste. Ja, eben. Ja, gut, aber ich verstehe es doch, wie sowas. Oh, mein Platz 2 wird auch so ähnlich. Egal, weiter. Ja, egal. Platz 2, obviously, Musik, geil. Ich mag auf Festivals, ich bin ja auch einer der wenigen, der wirklich wegen der Bands auf irgendwie ein Festival geht. Ich mag das dann irgendwie aber auch Neues zu entdecken und mich so überraschen zu lassen. So zum Beispiel stand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, rein zufällig bei Paramore. Und das dachte, könnte mir nicht passieren, also nicht zufällig. Doch, das war da. Weil ich bin ja so aufrechter Deutscher da, ich habe da meinen Plan. Ich habe da auch und meinen Plan. Und der wird durchgezogen. Ja, es gab den Plan, aber da war irgendwie gerade eine Lücke und wir sind da durch das Gelände gelaufen, sind da stehen geblieben und das war eines der besten Festivalkonzert, was ich je gesehen habe. Das war so spaßig, hätte ich sonst mir nie angetan. Nie. Aber das hat in dem Moment mit den entsprechenden Portionen Bier vielleicht auch und den entsprechenden Leuten einfach gepasst. So. Aber natürlich auch kleine Bands zu entdecken, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest, das schockt. Das macht richtig, richtig Spaß.
Was mein nervt? Platz 2 sind einmal der 5-Euro Campingstuhl und der 15-Euro Pavillon. Und insbesondere der Campingstuhl und der eine Typ, der vielleicht ein Freund von einem Freund ist, der eigentlich total cool sein sollte, der, obwohl man es in jeder Liste stehen hatte, seinen scheiß Campingstuhl nicht mit hat und wegen dem man dann das ganze Wochenende... Reise nach Jerusalem spielen. Ja! Ich nehme ja immer schon 2 mit, weil ich ganz genau weiß, dass einer einen vergisst, aber diese 5-Euro-Kackdinger gehen ja auch doof hart schnell kaputt und wenn du mal einen teuren mitnimmst, dann wird er geklaut. Was heißt geklaut? Der wird irgendwo mitgenommen und vergessen. Also... Ja. Zum Kotzen. Und Pavillons. Ich habe jetzt aber einen vernünftigen Pavillon im Keller stehen, den habe ich letztes Jahr sehr günstig geschossen, noch nicht einmal benutzt. Der wird auf dem Bully Festival seinen Einstand. Ich hoffe, er überlebt den. Ja, das sind diese hier, oh, wie heißen die Dinger? Die geilen halt. Die geilen Pavillons. Warte? Die geilen Pavillons. Ja, wir haben da auch schon sehr lustige Erfahrungen mit Pavillons gehabt und die auch sehr interessant repariert, kann ich sagen. Hier der... Der Pavil Master 3000. Ah, hier, so ein Event Shelter heißen die Dinger. Der Name ist ja schön. Warte. Klingt fancy. Ich zeig dir ein Bild. Zeig mir ein Bild. Ihr müsst es alle leider zuhören. Und ich beschreibe, was ich sehe. Hier, die Kollegen. Ah, das ist so. Also, das ist wie so ein Baldachin eigentlich, ja, quasi. Und die Dinger halten echt alles. Ja, das ist aber durch diese Bogen haben die eine gewisse Stabilität in sich. Ja, und da kostet aber halt auch 200 Tacken und nicht 15. Ja, da müsste ich halt dann auch, das wäre wobei, wenn wir so einen tollen Faltpavillon hatten auf dem Wilverin mit, der nach einem Windstoß Schrott war und der hatte 50 Euro gekostet oder das so. War so geil. Und der passte danach noch nicht mal mehr in den Versandkarton, als wir ihn zurückgeschickt haben, weil er so zerbrochen war. Der war einfach nur durch, da ging nichts mehr. Ja. Aber gut, ich bin gespannt, was du vom Event Shelter zu berichten hast. Ja, ich werde berichten. Ich berichte jetzt noch von meinem Punkt 1, was ich an Festivals liebe. Es ist so ein kleines bisschen Utopie. So irgendwie, wenn du nicht dich im Glamping aufhältst, also ich spreche immer vom allgemeinen großen Campingplatz. Mhm. Eigentlich ist da ja ganz viel, alle sind gleich. Oh ja, das war auch, sorry, ich unterbreche, ein Punkt in dem Rock am Ring Brief, dieses so, da pennt der Chefarzt im Zelt neben dem Maurer, neben dem Arbeitslosen, neben dem Studenten, völlig egal, alle trinken zusammen ekliges Dosenbier. Genau, und gucken sich Bands an und feiern und das und dann halt aber auch dieses wirklich, diesen Urlaub fürs Gehirn, nicht mal unbedingt, aber wirklich bestenfalls noch ohne Smartphone ein paar Tage, echt, es geht ja da eigentlich... Bei Festivals immer drum, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Mhm. Und das ist da gibt's eigentlich keine bessere Möglichkeit. Also wirklich ein schönes Festival, Minimum 2 Tage mit guten Leuten. 2 gute Leute brauchst du dabei. Und dann den Rest ergibt sich von selbst. Weil du immer jemanden kennenlernst, immer mit jemandem schnacken kannst. Ja, ich kenne auch immer Leute, was zu tun hast. Die fahren durchaus mal ganz alleine auf dem Festival. Habe ich auch schon gemacht, geht super gut, klar. Macht Spaß. Ja, wenn keiner will, dann gehe ich da auch. Wenn ich dann halt die Bands sehen will. Und auch da, du bist nie lange allein. Und das lernst du halt echt. Leute, ich weiß auch gar nicht, was da im Alltag ist. Natürlich im Alltag rennst du nicht rum und laberst jeden dumm an, der irgendwie da steht. Aber da ist halt nochmal so ein spezielles Ding. Und das mich als kleinen Hippie irgendwie, ich finde das super. Und jetzt, weißt du, was ich nicht super finde? Vieles. Also... Du bist ein Hass, du bist ein Krantler. Stell dir vor, du bist auf einem Festival, du hast irgendwie geil lecker gegrillt, bist dann zu den Bühnen gegangen, hast unterwegs schon 3-4 Bierchen getrunken. Und muss aufs Klo. Guckst irgendwie 2-3 nette Bands, findest vielleicht noch jemanden zum Rummachen, ich weiß es nicht. Machst noch ein bisschen Party danach im Disco-Zelt oder im Camp. Und dann ist es plötzlich 4 Uhr morgens und denkst du so, vielleicht wäre so langsam schlafen gehen auch eine Top-Geschichte. Und dann putzt du vielleicht sogar noch Zähnchen. Vielleicht hast du das wirklich schön mit dem Sprudel und so, ja. Warst auch schon mal schön auf Toilette. Weil die wurden ja gerade frisch geleert. Und dann kriechst du entkräftet in deinen Schlafsack und bist kurz vorm Einschlafen. Und dann meldet sich deine Verdauung nochmal so richtig zu Wort. Und sagt, moin. Und du kämpfst dann wirklich irgendwie eine Stunde lang damit so, stehe ich jetzt wirklich nochmal auf, obwohl eigentlich alles, nee. Oder, also, schaffe ich es einzupennen oder muss ich raus? Und das ist so,
Ah, ich hasse es. Es gibt nichts Schlimmeres, als beim Camping nachts nochmal raus zu müssen, nur dafür sich anziehen zu müssen, durch die Gegend zu schlurfen. Das stimmt. Das ist so zum Kotzen. Das nervt wirklich. Vor allen Dingen, wenn es noch regnet oder so. Da bist du ja richtig schlecht gelaunt. Ja, du liegst da drin so und so. Zelten ist geil, aber aus dem Zelt raus müssen, wenn man nicht raus will, ist scheiße. Ja, und vor allem nachts, und dann ist alles kalt und die Klamotten sind klamm und so. Und stolperst da durch die Gegend, ja. Im Idealfall warst du kurz davor einzupennen oder du warst sogar schon eingepennt, bis die Nachbarn dann wieder zum 200. Mal Warriors of the World United laufen lassen. Wir hatten mal Nachbarn in Wacken 2009, die irgendwie nur 3 Songs hatten, Warriors of the World United. Hört ihr die Regenwürmer husten? Und das dritte war, glaube ich, irgendwas von Hearts on Fire, genau. Ich finde, das ist die perfekte Mischung eigentlich. Weil mir war das, der USB-Stick war sonst irgendwie kaputt. Und das lief bei 24/7 und dann wachst du auf zu Warriors of the World United, weil alles bebt einfach nur. Und du musst auch noch mal richtig auf Toilette. Man musste über 3 Gräben springen da, weil wir waren auf P zwischen den ganzen Gräben gefangen. Ah, und dann hängen da überall noch die Zeltschnüre. Zum Strollern gehen, das ist ja schon nervig genug. Aber wenn du dann wirklich auch noch auf dem Klo musst, Ja. Dann lieber irgendwie vorher 2 Kohletabletten rein vor dem Festival. Oder die ganze Verdauung stilllegen für eine Woche. Oder einfach den Tag ein Handbrot essen. Es funktioniert. Lasst euch gesagt sein. Ist nicht ratsam, aber es funktioniert. Es ist wirklich nicht ratsam. Ja. Ja, ich erkenne mich in deinen Punkten wieder. Ich mich in deinen, eigentlich auch, ja. Die Pyramide des Grauens ist halt aber auch. Dachte nur, machst du noch irgendwas mit Duschen, weil ich finde Festival-Duschen total geil, gerade wenn sie scheiße kalt sind. Nee, das ist einfach so ein Teil des Abenteuerurlaubs, finde ich so. Das ist in Ordnung, aber halt irgendwie eine Pyramide des Grauens nicht. Nee, absolut nicht. Das ist einfach nur beschissen. Na, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, da haben wir das. Eine Folge Festivals, nicht die letzte, würde ich mal sagen. Ja. Müssen wir noch was ergänzen? Wir brauchen 5-Sterne-Bewertungen von euch. Brauchen wir. Wir möchten uns kurz auf die Schulter klopfen. Wir haben jene Band nicht erwähnt. Ja, stimmt. Noch eine Folge One to go. Und ja, ich sage... Aber bei der nächsten Folge wird die sich so anbieten. Absolut, vielleicht machen wir auch. Vielleicht schieben wir doch eine andere zwischen. Ah, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Wir gucken. Ja, ansonsten bleiben wir zu sagen, vielen Dank Jasper, vielen Dank euch. Ich glaube, das war's für diese Woche bei Speak Metal. Der Heavy Podcast. Ich sag tschö. Ja, ich sag auch tschüss und danke und wünsche euch viel Spaß auf allen Festivals, die ihr besuchen wollt, werdet, habt. Das macht keinen Sinn, aber ich sag's trotzdem. Und erzählt uns, was ihr erlebt habt. Genau. Erzählt uns vielleicht auch eure besten Festival-Stories. Das wäre doch auch mal was. Ja, bitte. Die beste Festival-Story bekommt eine ACDC-Schallplatte von mir. Fact, die hängt hier rum. Ja, die gibt's schon, die wird verschickt. Stefan bekommt dauernd Kartons, wo Schallplatten reinfasern. Also die beste Festival-Geschichte, wir werden sie vorlesen. Die muss aber schon auch abgefahren sein. Ja, die werden wir mit einer ACDC-Schallplatte belohnen. Geil. Top. So, Hausaufgaben. Ich mach dafür einen Post bei Facebook und dann so, müssen wir alle drunter zeigen, welches ist es nicht, auch ein sehr gutes Album. Ja, es ist ein super Album, ja. Gut, ja, haben wir das. In dem Sinne, dann jetzt wirklich tschüss. Tschüss.